herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Anmoderation. Ich freue mich total, endlich hier wieder in der Schweiz zu sein. Ich glaube, es hieß mal, also hier steht 19.30 Uhr, jetzt wollen wir bei Lorum 19 Uhr, deswegen habe ich den Auftrag bekommen, am Anfang so lange wie möglich belangloses Zeug zu nennen. Damit wir erst um 19 Uhr sind. Das machen wir natürlich nicht. Aber es wird am Anfang um die Buskampagne gehen. Und ich habe diesen Vortrag natürlich ursprünglich einmal für Deutschland gestaltet, deswegen gibt es 6 Folien, die sehr deutschlandspezifisch sind. Und ich habe in der Vorbereitung auf meine Schweizreise mit Carsten Frerk telefoniert. Wer kennt Carsten Frerk nicht? Sehr gut, okay. Wir machen das jetzt immer so, ich frage immer zwischendurch, was Sie nicht kennen. Ich mache das mit Absicht so, damit Sie möglichst in Bewegung bleiben und interaktiv hier am Abend teilnehmen. Sie sind auch sehr hell beleuchtet, wie sich das hier für die Uni gehört. Genau deswegen kann ich Sie auch die ganze Zeit sehen. Ich warne Sie auch vor, ich bin nicht nur ehemaliger Lehrer und nicht nur ehemaliges Lehrer, nicht nur Lehrerkind, sondern, Achtung, ich bin geplanter Thronfolger einer gesamten Lehrerdynastie. Ich wette es schon mit meinem Urgroßvater, natürlich schon so durch die Neandertaler gelaufen ist. Also es ist mir angeboren, alles zu sehen und alles zu hören. Wenn Sie schwatzen, wird es sofort getippt. Wenn es zu spät kommt, ich glaube das heute, weil das hier falsch drinsteht. Wenn nach 19.30 Uhr kommt, wird es auch notiert. Natürlich beziehe ich Sie auch die ganze Zeit in diesem Abend ein, mal mehr, mal weniger. Ich habe für die Vorbereitung auf diesen Abend, auf diese Reise, mit Carsten Frerk gesprochen. Carsten Frerk ist derjenige, der sich über den deutschen und den österreichischen Kirchenfinanzen sehr gut auskennt. Also habe ich gefragt, lieber Carsten, ich möchte ein kleines Quiz zum Thema Kirchensteuer, Verflechtung von Staat und Kirche auch in der Schweiz machen. Hast du da ein paar Hinweise für mich? Was ist da anders geregelt? Da hat er gesagt, Moment. Als wir das Kirchenbuch Finanzbuch Österreich gemacht haben, haben wir danach überlegt, ob wir das über die Schweiz machen. Und es hieß, Achtung, Finger weg. In der Schweiz ist es so kompliziert und so unterschiedlich geregelt, dass man kaum allgemeingültige Aussagen über die Verflechtung von Staat und Religion treffen kann. Das ist von Kanton zu Kanton extrem unterschiedlich, teilweise innerhalb der Kantone auch sehr unterschiedlich. Und entsprechend habe ich eigentlich nur ein Foto für dich, und das ist ein Foto, glaube ich, von einer Kathedrale in Bern, und das ist ein Pluszeichen oben drauf, sagt er. Aber das ist natürlich ein Schweizer Kreuz. Und deswegen sagt er, das ist das Einzige, was ich dir mitgeben könnte. Und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen einfach die deutsche Variante, und dann sind Sie nach diesem Abend einfach sehr gut informiert über die Verflechtung von Staat und Religion in Deutschland. Ich denke aber, so wie ich das von atheistischen, säkularen, humanistischen Freidenkerveranstaltungen kenne, dass sich wahrscheinlich eine ganze Menge Personen im Publikum befinden, die in bestimmten Bereichen besser informiert sind als ich. Das finde ich gut. Sie können also auch gerne zwischendurch sich mal melden, wenn es denn ganz dringend ist, und sagen, Herr Möller, das stimmt aber nicht, oder hier haben Sie das vergessen. Und dann notiere ich mir das und dann besprechen wir das am Ende gerne. Sowieso, der ganze Abend am Ende, damit er enden wird, dass wir miteinander diskutieren. Vielleicht haben Sie mir das größte aller Geschenke mitgebracht, nämlich Kritik für meinen Vortrag, für das, was ich schreibe. Das würde ich sehr gerne. Wenn sie denn gut begründet ist, dann höre ich sie mir auch gut an. Ich sage in Diskussionen immer, es gilt nicht, wer das Argument vorbringt und auch nicht wie laut, sondern es gilt, wie plausibel ein Argument ist. Wie plausibel ein Argument ist, entscheidet am Ende aber natürlich immer ich. Also, wer sich ein bisschen mit meinem Namen auseinandergesetzt hat, der wird wissen, dass ich seit etwa 8 Jahren als professioneller Atheist unterwegs bin. Das war nie mein Berufswunsch. Ich bin nicht im Alter von 8 Jahren, während andere zur Feuerwehr gehen wollten, gesagt, ich möchte mal Berufsatheist werden. Es kam ein bisschen später, wie es kam, erkläre ich gerne. Aber ich habe in diesem Buch versucht, alle Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe in diesen 8 Jahren, in diesem Buch unterzubringen. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, habe ich etwa 550 bis 600 Seiten geschrieben. Und der Verlag hat mir dann erlaubt, 306 zu veröffentlichen, plus Quellenangabe. Also es ist eine Menge gekürzt worden. Und dazu gehört unter anderem ein Vorwort. Wenn man ein solches Buch schreibt, in dem man sich sehr kritisch mit Themen auseinandersetzt, dann möchte man, also so ging es zumindest mir,
den Leserinnen und Lesern eine gewisse Brille aufsetzen. Eine Brille, die es ermöglicht, die Welt ein Stück weit durch meine Augen zu sehen und den Fokus auf bestimmte Dinge zu legen, den Fokus auf andere Dinge auch etwas zu verlieren. Und deswegen habe ich also wirklich nächtelang gegrübelt. Ich habe mich für dieses Buch tatsächlich sogar erstmalig in einem Schreibkloster eingeschlossen. Ich nenne es nur Schreibkloster, das war kein Schreibkloster, das war eine ganz normale Pension in Brandenburg auf dem Land, irgendwo 50 Kilometer vor Berlin, und habe dort nichts getan, außer essen, schlafen und schreiben. Und gegen Ende, als ich endlich fertig war, habe ich das Vorwort geschrieben. Abendelang darüber gegrübelt, was ich da reinschreibe, und einen wirklich guten Plan, wie ich finde, entwickelt. Und dann habe ich meiner Lektorin dieses Vorwort geschickt und sie sagt, ein Vorwort, das brauchst du gar nicht. Das Buch erklärt sich auch von selbst. Ja, schönen Dank. Also ich habe etwas Zeit verschwendet. Was ich aber getan habe, und das will ich Ihnen hier gerne zeigen, das sind 5 gottlos glücklich Regeln sozusagen. Das ist das Inhaltsverzeichnis, das werden Sie immer wieder sehen. Und in diesem Vorab, habe ich das genannt, gibt es 5 Hinweise, mit denen es leichter wird, das Buch zu lesen. Denn Sie können sich vorstellen, ich habe das Buch ja in dem Glauben geschrieben, ein provokantes Buch zu schreiben. Und was passiert? Es widerspricht mir niemand. Ich bin tatsächlich ein bisschen beleidigt. Ich habe gedacht, wenn ich doch wenigstens nach Bayern fahre oder so, dass ich mal ordentlich mit Fackeln und Mistgabeln aus dem Dorf gejagt werde, nichts. Die Leute kommen, die Leute finden es super, die Leute sagen, ja, wenn wir das sehen, ganz genauso. Was ich trotzdem dazu geschrieben habe, Achtung, dieses Buch ist thematisch aufgebaut und nur innerhalb der Kapitel chronologisch. Und Sie können das 3-mal dazu schreiben, wissen Sie, was passiert? Das Buch ist 3 Tage auf dem Markt, der erste schreibt, ja, das Buch ist ja überhaupt nicht chronologisch aufgebaut. Ja, okay. Vielen Dank, wie mein Kollege Andreas Altmann sagt, fürs Nicht-Lesen. Also, Regel Nummer 1 ist heute Abend nicht so besonders wichtig. Regel Nummer 2, Vorsicht. Einige der hier abgedruckten Texte könnten religiöse Gefühle verletzen. Das T ist eigentlich Unsinn. Können wir ganz klar sagen. Ich hätte auch schreiben können, werden, sollen. Aber auch das schreibe ich dazu. Das Sorry ist nicht ganz ernst gemeint, denn religiöse Gefühle stehen nicht unter Denkmalschutz. Auch eine religiöse Überzeugung muss wie jede andere Überzeugung hinterfragt werden. Ich habe gerade im Zusammenhang mit der in Deutschland leider sehr starken AfD gehört, dass die AfD-Leute sagen, wir wollen doch nur unsere Meinung sagen, aber man lässt uns hier überhaupt nicht unsere Meinung sagen. Und da haben andere gesagt, Moment mal, alles was wir tun, ist Widerspruch leisten. Und das ist eine demokratische Grundpflicht. Und genau das tue ich. Ich leiste Widerspruch und ich nenne das, was ich hier tue, intellektuelle Notwehr. Denn, man muss es ja so manchmal so sagen, nicht die Atheisten machen seit 2000 Jahren Stress, sondern es ist ja andersrum. Und genau deswegen wird es wohl mal erlaubt sein, nach 2000 Jahren dieses kritische Buch zu schreiben. Achtung! Postfaktische Argumente gehören nicht zu meinem Repertoire, daher untermauere ich meine ganz persönliche Erfahrung, Haltung und Quellen an. Zum Beispiel so. Und das ist total schön. Kurz vor der Fertigstellung des Manuskripts ruft mein Freund Carsten Frank, den Sie alle nicht kennen, den ich Ihnen aber noch vorstellen werde, mich an und sagt, sag mal Phil, ich habe da vielleicht was für dich. Hast schon mal in deine Mails geguckt? Schickt mir eine Befragung. Und diese Befragung heißt Generation What? Und nach der Generation What, an der sich in Deutschland 180.000 Menschen teilgenommen haben, Achtung, hier Druckfehler, Befragten muss natürlich klein geschrieben werden. Das ist ein lieblos lektoriertes Buch, wurde mir schon gesagt. Sagen 79%, dass sie glücklich ohne Gott sein können. 79% der jungen Deutschen zwischen 18 und 34 geben an, gottlos glücklich zu sein. Jetzt machen wir die erste Übung. Was meinen Sie? Ist es in der Schweiz mehr oder weniger? Wer denkt, dass es in der Schweiz weniger sind, die gottlos glücklich sind? Autos, Autos. Zweite Reihe. Feuerwohlland. Das ist ja auch in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es gibt ja einen Durchschnitt. Was meinen Sie? In die, sind die Schweizer gottlos glücklicher oder weniger gottlos glücklich? Ist diese Zahl höher oder niedriger? Wer glaubt, dass sie niedriger ist?
unterschätzen Sie aber Ihre Landsleute. 87%. 87% der Schweizerinnen und Schweizer sagen, ich kann glücklich ohne Gott sein. Ja. Wie viele Leute hat das gebraucht? Die Befragungszahlen der Schweiz müsste ich nachschauen. Ja, Internet. Ich glaube, es ist eine Internetbefragung. Wir können nachher mal reingucken. Ja, Okay. Jetzt geht es ja nur um die 18 bis 34. Also die Studie Generation What war eine Studie, die in Frankreich entstanden ist, Generation Qua, und die Lebensgewohnheiten junger Menschen ermitteln wollte. Was haltet ihr von Arbeit? Wie ist eure Perspektive aufs Leben? Wie wichtig ist Liebe? Wie wichtig ist Freundschaft und so weiter? Und eben unter anderem die Frage, kannst du ohne Gott glücklich sein? Oder ich glaube, es wurde in Sie gefragt, in meinen 18 bis 34. Können Sie ohne Gott glücklich sein? Auch wurde gefragt, wie hoch das Vertrauen in religiöse Institutionen ist. Was meinst du, wie viel Prozent der teilnehmenden Länder in Europa im Schnitt sagen, ich habe sehr hohes Vertrauen in religiöse Institutionen? 20. Wie habe ich das gehört? Es sind 3. Und in Deutschland liegt der Schnitt derjenigen, also ziemlich analog zu dieser Zahl, 79%, liegt der Schnitt derjenigen, die sagen, ich habe wenig oder überhaupt kein Vertrauen in religiöse Institutionen, bei über 80%. Wir können nachher nochmal in die Studie reingucken, die ist echt lesenswert, also nicht nur was das Ding angeht, sondern weil die es eben geschafft haben, mithilfe der staatlichen Rundfunkkanäle unheimlich viele junge Leute zu erreichen, hat man eine wirklich hohe und repräsentative Gruppe erreicht und tolle Aussagen treffen können. Generation. Okay. Und das kam reingeflattert und insgesamt ist das sowieso mein erstes Buch und da bin ich fast, wäre ich darauf stolz, dann wäre, dass ich die Fußnote nachwenden durfte. So, Achtung. Herr Möller, im Juni bin ich ausgetreten aus der katholischen Kirche, weil sie ist in meinen Augen nicht glaubwürdig. Eigentlich Glaube zu sagen. Wir unterstützen die Armen viel zu wenig. Item, Grundfrage, warum engagieren Sie sich so, den Leuten mitzuteilen, dass sie ohne Gott glücklich sind? Weil heute sind die Männer und Frauen emanzipiert und wenn sie ihnen nichts mehr sagen, gehen sie nicht mehr in die Kirche und dann lernen sie Lehrer. Warum missionieren Sie das noch hinter der Welt? Das ist eine spannende Frage. Ich bin heute hier, um Ihnen genau das zu beantworten. Ja? Also die Frage, die Sie hier stellen, die ist tatsächlich maßgeblich für diesen Abend. Ja. Und wenn sie im Laufe des Vortrags nicht besser beantwortet wurde als jetzt, dann dürfen Sie sie nochmal stellen. Okay. Ein Teil der Antwort würde sie beunruhigen. Es ist einfacher, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Hat Mark Twain gesagt, genau deshalb habe ich es erst gar nicht versucht. Das Buch ist nicht dazu da, gläubige Menschen von ihrem Glauben abzubringen. Das Buch will nicht erreichen, dass jemand vom Glauben abfällt, dass jemand vom Glauben zum Wissen konvertiert. Was es erreichen will, was ich mit dem Buch erreichen will, ist, Fakten an die Hand zu geben, die es meinen Leserinnen und Lesern ermöglichen, plausible Entscheidungen bezüglich ihrer Weltanschauung zu treffen. Das ist eigentlich das Gleiche. Nur anders gesagt. Okay, also, ich fange an mit der Buskampagne. Wer kennt die Buskampagne nicht? Die Buskampagne. Okay, die Buskampagne. Kennen Sie nicht? Das ist sehr gut. Dann kann ich Ihnen ein bisschen davon erzählen. Denn wie schon gesagt, ich bin nicht in meine berufliche Karriere gestartet mit dem Vorhaben, mal professioneller Atheist zu werden. Aber es gab eine Zeit, in der die Verflechtung von Staat und Religion mir insbesondere ziemlich auf den Keks gegangen ist. Und in dieser Zeit hatte ich von einer Kampagne erfahren, die in England stattgefunden hat. Wer kennt diese Kampagne nicht? Ja, stimmt. Es ist ein Teil in die Schweiz übernommen worden, genau. In England stand diese junge Frau, Ariane Shireen, Journalistin, Bloggerin, ich weiß nicht, an einer Bushaltestelle
und habe nichts Böses geahnt, bis ein Bus an mir vorbeifuhr, auf dem stand: If you don't believe in God, you'll burn in hell. Da hat diese junge Frau sich gedacht: WTF, what the fuck? Also, was wollen Sie eigentlich von mir? Und warum steht das überhaupt auf Londoner Bussen? Und wenn das auf Londoner Bussen steht, dann werde ich ja wohl auch auf dem Londoner Bus schreiben können, dass es kein Gott gibt. Und dass man sich zurücklehnen kann und sein Leben genießen kann. Also hört auf, euch Gedanken zu machen und genießt euer Leben. Setzt die Kampagne die Hälfte der nötigen Kohle von der britischen Bevölkerung bekommen, die andere Hälfte von Richard Dawkins, recht bekannter Mann. Und als die ersten Busse gefahren sind, war die Rückmeldung auf die Kampagne so hoch, dass nachher 10-mal so viele Busse gefahren sind, wie sie eigentlich mal vorhatten. Daraufhin wurde diese Kampagne in verschiedenen anderen Ländern übernommen, wie wir hier sehen können. Steht es da auf Italienisch, auf Französisch, weiter auf Englisch, dann ist es nach Kanada gegangen, auch in die USA. Wir können auch lesen, er ist wahrscheinlich gegen dort, das ist Holländisch. Und wir haben uns in Deutschland gedacht, in Berlin gedacht, diese Kampagne gehört doch eigentlich auch nach Deutschland. Denn wir wollen mal darauf hinweisen, dass es nicht nur schon eine Menge Menschen gibt, die glücklich ohne Gott sind, sondern wir wollen uns vor allen Dingen in eine Diskussion über die Verflechtung von Staat und Kirche begeben. Und als ich gerade zu dieser Kampagne gestoßen bin, ist eine andere Kampagne gestartet, eine sehr interessante Kampagne, die ich heute auch noch im späteren Teil ein bisschen beleuchten werde, und zwar inhaltlich, die sogenannte Werte brauchen Gott-Kampagne. Ich spare mir jetzt die Frage, ob Sie die nicht kennen. Sie werden die höchstwahrscheinlich nicht kennen, denn die gab es tatsächlich nur in Berlin. In Berlin, muss man dazu sagen, ist der Religionsunterricht auf folgende Art und Weise organisiert. Es gibt Schule und es gibt Religion. Der Religionsunterricht findet zwar in der Schule statt, aber er ist ein freiwilliges Zusatzangebot. Er wird zwar benotet, aber die Noten, die man dort bekommt, sind nicht versetzungsrelevant. Habe ich das? Die Noten, die Sie dort bekommen, sind nicht versetzungsrelevant. Das heißt, in Berlin ist es so geregelt, dass man tatsächlich nur mit Erkenntnissen und nicht mit Bekenntnissen schulische Erfolge erzielt. Diese Regelung war den Kirchen und kirchlichen Verbänden und kirchennahen Parteien offensichtlich schon immer ein Dorn im Auge. Jetzt passiert aber Folgendes. Die junge Deutsch-Türkin Hatun Sülücü emanzipiert sich von ihren islamischen Eltern, entscheidet, kein Kopftuch mehr zu tragen, entscheidet, selbstbestimmt zu entscheiden, mit wem sie zusammen ist, und wird dafür von ihrem Bruder auf offener Straße erstochen. Dieser sehr populäre Ehrenmord hat die Berliner Bundesregierung, Berliner Landesregierung dazu gebracht, zu entscheiden, dass ein Ethikunterricht etabliert wird, der ab Klasse 7 läuft. Man muss dazu wissen, in fast dem gesamten Teil von Deutschland ist die Oberstufe ab Klasse 5 die Oberschule. Und nur in Berlin ist das Klasse 7, in zwei anderen Bundesländern. Das heißt, die Berliner brauchen ein bisschen länger, um die Grundschulthemen zu schaffen. Jedenfalls hat die Landesregierung entschieden, wir führen ab Klasse 7 einen Ethikunterricht an. Dieser Ethikunterricht ist verpflichtend für alle Kinder und er soll allen Kindern, und zwar unabhängig von der Religion ihrer Eltern, die Chance und ja die Pflicht geben, sich in einem Unterricht zusammen über Werte zu unterhalten, über Ethik, über Fragen von fair und unfair, übers Leben. Das sah den Kirchen ein Dorn im Auge, weil sie natürlich damit die letzte ihrer Bastion schwinden sehen, nämlich die moralische Bildung der Kinder. Und entsprechend haben sie eine Kampagne gestartet, die nannte sich zu Anfang Werte brauchen Gott, die klar machen wollte, dass man sich zwischen, da unten sieht man es, Religionsunterricht oder Ethik, die dafür sorgen wollte, dass die Kinder sich zwischen Religionsunterricht und Ethik entscheiden müssen und dass Religionsunterricht im gleichen Zuge auch zum ordentlichen Lehrfach wird. Dafür haben sie Unterschriften gesammelt, aber leider nicht genug bekommen. Und als nur noch ein Wunder möglich war, diese Unterschriften zu bekommen, hat die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, gesagt, okay, liebe Leute, wir lassen das sonst nie zu. Wir lassen sonst nie politische Aktionen, vor allem keine Werbeaktionen, in unserem Geschäftsbereich zu. Aber für euch drücken wir mal ein biblisches Auge zu. Und schwuppdiwupp sind hunderte von Klemmbrettchristen durch die Berliner Verkehrsbetriebe gerannt
und haben Unterschriften von Menschen gesammelt, die lieber unterschreiben als nachdenken oder nachfragen. Denn sie haben den Leuten erzählt, die Berliner Landesregierung will den Religionsunterricht abschaffen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich will den Religionsunterricht abschaffen. Viele andere aus der Giordano-Bruno-Stiftung sagen, ein konfessioneller Religionsunterricht hat an der Schule nichts zu suchen. Aber die Berliner Landesregierung hat es nichts vor. Sie hat nur einen Ethikunterricht eingeführt. Als sie genug Unterschriften zusammen hatten, gab es ein Volksbegehren. Das Volksbegehren haben sie dann genannt Pro Rei. In Berlin geht es um die Freiheit, sagen sie nicht. Sie hätten keine Wahl gehabt. Hier sehen wir Günter Jauch, in Deutschland wohl bekannt als Wer wird Millionär, Moderator. Es haben aber auch zum Beispiel Angela Merkel und sogar schlaue Leute wie Eckhard von Hirschau, den Sie vielleicht kennen, ist ein deutscher Comedian, ein Arzt-Comedian, dafür Werbung gemacht. Und kurz vor knapp hat die Berliner Landesregierung entschieden, so, jetzt reicht's, wir starten jetzt eine Aufklärungskampagne. Haben eine Zeitungskampagne geschaltet, in der sie die Berliner darüber informiert haben, was es denn eigentlich mit dem ganzen Sachverhalt auf sich hat. Und damit ist die Kampagne gescheitert. Das war der Zeitpunkt, als ich zur Buskampagne kam und mir dachte, sag mal, wo leben wir hier eigentlich? Wie lassen wir uns eigentlich von denen an der Nase herumführen? Die Berliner führen den Ethikunterricht ein, daraufhin sagt die Kirche, ja Moment mal, ihr wollt ja wohl den Religionsunterricht schaffen, abschaffen, starten eine finanzschwere Kampagne und schaffen es mit dieser finanzschweren Kampagne fast in Verdrehung jeglicher Tatsachen dafür zu sorgen, dass Religionsunterricht auch in Berlin ordentliches Lehrfach wird. Das hat mich gestört. Wir haben dann bei der BVG angefragt, ob wir unsere Buskampagne starten können. Da haben die gesagt, ja, ja, ist ja kein Problem. Sie können auf jeden Fall das machen, denn wir lassen Ihre Werbung gerne zu, solange das nichts verfassungsfeindlich ist. Da haben wir uns umgeguckt, es gab auch überall andere Werbung. Ohne Gott geht alles kaputt, Jesus macht alles neu, so ein bisschen Megamarkt-Style. Das ist auch in anderen Teilen Deutschlands Tagesticket für viele Wege in Köln. Wir haben von überall Absagen bekommen. Mit der Begründung, man wolle sich in Sachen Werbung weltanschaulich neutral halten. Spannend, wenn man sich das anguckt. Es gibt noch eine Menge andere Bilder, die wir auf der Homepage damals gesammelt haben. Für die Rosenkreuzer wird geworben, für jegliche Mischungen aus esoterisch-spirituell christlichen sonderbaren Sachen für die Bibel, für Jesus, für alles kann geworben werden. In Berlin gibt es Werbung für den größten Puff der Stadt. Aber unsere Werbung für ein Leben ohne Gott wurde nicht zugelassen. Und als der Spiegel das mitbekommen hat, haben wir riesig viel Geld bekommen, nämlich 40.000 Euro, was für uns sehr viel Geld ist. Und haben damit diesen Bus gemietet, man sieht mich da oben, etwas prollig mit Sonnenbrille, vor dem Schweriner Schloss, und haben eine dreiwöchige Bustour durch Deutschland gestartet. Das war mein Start, ja, hier sehen Sie mich als Busfahrer, das war mein Start in die säkulare Szene. Das war der Spiegelartikel, den wir damals bekommen haben, muss man ja sagen, es hat unheimlich viel Aufmerksamkeit generiert und somit konnten wir diese Tour finanzieren. Hintergrund war damals, und das ist vielleicht auch schon ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, mein Buch heißt Gottlos glücklich, weil Gottlos glücklich, wie ich finde und der Verlag findet, einfach ein verdammt guter Titel ist. Es kommt vielleicht daher als ein atheistischer Lebensberater, das will es nicht sein, sondern Gottlos glücklich ist vor allen Dingen die Beschreibung einer politischen Situation, in der Religion und Staat nicht voneinander getrennt sind, sondern ganz im Gegenteil, religiöse, starken Zugriff auf politische, auf finanzielle, aber auch auf juristische Entscheidungen haben, wodurch Gesetze entstehen, an die wir uns alle halten müssen, egal ob wir religiös sind oder nicht. Und mein Buch ist somit viel mehr als ein atheistischer Ratgeber, ein starkes Plädoyer für die Trennung von Staat und Kirche. Und das war eben auch unsere Buskampagne. Wir wollten klar machen, was es in Deutschland mit dieser Verflechtung auf sich hat. Dazu gibt es heute auch noch spannende Zahlen. So, im Anschluss bin ich an in eine Veranstaltung eingeladen worden, die lautet Disput Berlin. Wer kennt Disput Berlin nicht? Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich muss das ein bisschen beschreiben, was Sie hier sehen. Das Ganze ist eine alte Villa, die Villa Elisabeth, mitten in Berlin. Ich bin der Einzige in Hell dort auf dem Podium. Und ich habe mir für diese Veranstaltung tatsächlich mein bestes H&M-Oberteil angezogen. Denn ich war ehrlich gesagt nicht so richtig darauf vorbereitet.
was mich dort erwartet. Es hat mich eine Frau angerufen, gefragt, ob ich an der Diskussionsveranstaltung teilnehmen will. Ich habe gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Ich soll Martin Sonneborn vertreten, derjenige, der also in Deutschland die Titanic, in der Redaktion der Titanic sitzt und der vor allen Dingen die Partei, die Satirepartei. Die Tochter sei krank geworden, es gehe um Religion. Ich hätte da doch diese Buskampagne gehabt, ob ich da nicht mitmachen wollte. Ja, ja, dachte ich, komme ich gerne. Und habe mir eben meine Turnschuhe noch mal geputzt und meine beste Jeans, mein bestes H&M-Shirt angezogen. Und bin in diesem Ambient gelandet. Also sehen hier ungefähr ein Viertel des Publikums. Vorne links sitzen, sehen Sie vielleicht zwei Nonnen. Das waren insgesamt 8. Und jetzt gehe ich mal das Podium durch. In der Mitte sitzt Stefan Aust, bekannt Chefredaktion Spiegel. Daneben bin ich. Das ist ein Mann, der heißt Alan Posener, schreibt für die Welt unter anderem und religionskritisch. Daneben sitzt Necla Kelleck, Islamkritikerin. Und rechts auf dem Podium, die gerade am Reden ist, steht Monika Frommelis, Juristin. Die Aufgabe bestand darin, dass man, und das war eine geile Herausforderung, dass man in 4 Minuten klar macht, warum die Welt ohne Religion besser machen würde. Also habe ich mich hingesetzt und aufgeschrieben, warum die Welt ohne Religion besser dran wäre. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, pass auf, ich erkläre jetzt in 4 Minuten, warum die Welt ohne Religion besser dran wäre. Und sie sagt, okay, leg los. Hat auf die Uhr geguckt und als ich fertig war, hat sie gesagt, nicht schlecht, waren 11 Minuten. Also habe ich es gekürzt auf 10,5, auf 9,5, auf 9, auf 8. Und habe so lange dran gearbeitet, kill your darlings, die besten Sachen gestrichen natürlich, raus damit, alles was nicht richtig stark ist, raus, bis ich bei 3,50 gelandet bin. Dann kam ich auf diese Veranstaltung und habe gesehen, das ist ja gar nicht ein Jugendclub, sondern das ist irgendwie total saturierte, etablierte Menschen. Linke Seite, Achtung, der erste Mann links neben Stefan Aust heißt Bischof Huber, der ehemalige Berliner evangelische Landesbischof. Daneben kommt ein Mann namens Matthias Matusek. Wer kennt Matthias Matusek nicht? Ja, Matthias Matusek macht immer so, wenn er redet. Wenn ungefähr so eine Frisur wie ich. Wackelt dabei immer mit dem Kopf, wenn er was sagt, dann wird er auch immer schnell sauer und so. Der ist ein katholischer Publizist und er hat ein Buch geschrieben namens Das katholische Abenteuer. Und ich finde, das ist er selbst. Er ist ein abenteuerlicher Typ. Er ist ehrlich gesagt ein totaler Freak. Nach der Sendung hat er irgendwie gerade gesessen im Restaurant mit Hosenträgern, na Möller, als immer von deinem Job als Lehrer hast du bestimmt richtig Spaß gehabt, wa? Aber heb mir ja nicht die Hand, sonst dampft es hier. Also, super Freak. Daneben. Gloria von Turm und Taxi. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dame auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus einen bestimmten Grad der Bekanntheit erreicht hat. Mit verschiedenen Formulierungen, die sie so über die Welt treffen kann. Und das Spannende war, bevor ich Ihnen den Mann ganz links vorstelle, das Spannende war, Gloria von Thurn und Taxis ist ans Rednerpult gegangen und die Regel lautete, du gehst an dieses Pult, hast 4 Minuten. Nach 4 Minuten wird die grüne Lampe rot und nach 4 Minuten und 10 Sekunden wird das Mikro abgeschaltet. Matze Matusek hat 4:30 geredet. Aber weil er mit Stefan Aust eben so ist vom Spiegel, haben sie auch das Mikrofon nicht abgedreht. Fand ich schon mal fies. Gloria von Turn und Taxis geht ans Mikro und redet wie lange? Wer hat eine Idee? 2 Minuten. 10? 2. 2 Minuten? Ja. Gloria von Turn und Taxis hat 2 Minuten lang gesprochen, dabei eigentlich überhaupt nichts gesagt und hat dann gesagt, danke. Und hat das Podium verlassen. Das war ebenso abenteuerlich. So, jetzt kommt der geilste Typ. Ganz links, der sieht von hier harmlos und friedlich aus, meine Damen und Herren. Prälat im Kampf. Wer weiß, was ein Prälat ist? Sie haben überhaupt keine Ahnung, überhaupt religiöse Bildung gleich mit. Ja. Es ist so ein bisschen wie wenn man über Herr der Ringe redet und dann so einen General nennt, glaube ich. Also es ist ein katholischer Würdenträger. Prälat im Kampf sah aus, als sei er mit der Zeitmaschine angereist. Ich zeige Ihnen den Mann.
Der PR-Mann Gottes, er mailt seiner Gemeinde, hat ein Facebook-Profil und trinkt Champagner zum Mittagessen. Der feine Herr. Trotzdem ist Monsignor im Kampf erzkonservativ, bald könnte er Bischof von Berlin werden. Es ist zum Glück nie eingetreten. Ja, die fiese Google-Bildsuche bringt auch von mir unvorteilhafte Bilder hervor. Ich nutze sie jetzt einfach. Schalala, sagt er gerade. Ich bin hier, liebe Freunde. Schnell mal einen großen Schluck. Und hier? Reisevorbereitung mit seinem besten Freund, Prälat. Weiß ich nicht, was kommt. Die Farbdarstellung des Beamers ist schlecht. Normalerweise ist es noch purpur. Da legt der Herr einen großen Wert drauf. Prälat Imker gehört zu den Menschen, die später sagen: Sie können gerne die 1,8% haben, die wir auf der Zinssteuer nicht haben, aber dann geben Sie uns auch den bayerischen Wald zurück. Also Prälat Imkamp ist davon überzeugt, dass der bayerische Wald der katholischen Kirche gehört. Weil sich die katholische Kirche nämlich, das wissen wir alle, Achtung, Ironie, das redlich verdient hat. Ja, so viele Ländereien zu besitzen, dass man daraus eine halbe Nation stimmt. Unheimlich viele Sonntagspredigten gehalten und Hochzeiten gespielt und er verdient man einem Schweigegeld bei. Und kann natürlich sich diese ganzen Ländereien kaufen. So, und während dieser Diskussion sind die Nonnen, die Sie ganz unten links sehen, vor der Diskussion, sind die zu ihm gekommen, haben sich bei ihm Schlange gestellt. Und dann hat er so ein bisschen so geguckt und hat seine Hand hingehalten. Und dann haben sie sich eine nach der anderen niedergekniet und seinen Ring geküsst. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist er die falsche Weltanschauung ausgesucht. 8.000 Euro Monatsgehalt und Frauen, die Schlange stehen und protzen mit links. Also, das war ein richtig, richtig sonderbarer Typ. Es war auch eine sonderbare Diskussion. Ja, und weil der Großteil von Ihnen die nicht kennt, zeige ich Ihnen jetzt, was ich in diesen 4 Minuten gesagt habe. 6 Millionen Mal im Facebook aufgerufen. Es war irgendwie auf YouTube 200.000 Mal aufgerufen. Dann bin ich in Urlaub gefahren, ich glaube 2016, im Sommerurlaub, und habe auf meine Frau gehört, die gesagt hat, Philipp, wir sind im Urlaub, bitte schalte dein Internet aus. Und ich habe mein Handy 2 Wochen lang nur als Taschenlampe benutzt, um abends zurück ins Zelt zu finden. Und als ich wieder nach Deutschland kam, habe ich mein Handy Internet angemacht, super viele Nachrichten, dein Video geht viral. Da hatte es 3 Millionen Aufrufe im Facebook. Ein paar Wochen später, ein paar Monate später waren es dann 6 Millionen Aufrufe. Ich glaube, es kommt jetzt. Nee. Disput Berlin, so geht Streiten. Das Thema ohne Religion wäre die Welt besser dran. Der Pädagoge Philipp Möller, er sagt, Nächstenliebe gibt es auch ohne die Bibel. Also ich hoffe, Sie entschuldigen meinen jugendlichen Leichtsinn, wenn ich einsteige mit den Worten, Herr Matusek, wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, warum ich hier heute Abend mit ziemlich gemischten Gefühlen stehe. Und das hängt damit zusammen, dass der Job des Religionskritikers auf der einen Seite sehr leicht ist, aber auf der anderen Seite auch verdammt schwer. Leicht ist er deswegen, weil es schlicht und einfach absurd ist, an einen Gott zu glauben, nur deswegen, weil man sein Gegenteil nicht beweisen kann. Das Gleiche gilt nämlich auch für die Zahnfee und an die glaubt schließlich auch kein erwachsener Mensch. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir weltweit in Vergangenheit und Gegenwart beobachten können, dass Religionen die Menschen spalten in wir sind die Guten und haben Recht und ihr seid die Bösen und ihr liegt falsch. Und so entstehen Kriege oder werden zumindest dadurch begünstigt. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir einige große Vordenker haben, also sei es Epikur, sei es Darwin, sei es Marx, sei es Nietzsche, Feuerbach, Kant und so weiter. Ich könnte viele Namen nennen. Und in letzter Zeit hat sich der Job der Religionskritik sogar von alleine gemacht. Denkt man an die systematische Vertuschung der massiven Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen. Schwer ist der Job allerdings deshalb, weil wir schließlich staatlich finanzieren, dass Menschen wie Herr Huber dafür bezahlt werden, eine rhetorische Ausbildung zu machen. Das Ganze nennt sich Theologiestudium. Schwer ist der Job auch deshalb, weil Menschen sich, wenn sie erst mal erfolgreich indoktriniert wurden, häufig gegen Kritik immunisieren und
vor allen Dingen auch manchmal persönlich beleidigt fühlen. Das mag der eine oder andere von Ihnen jetzt auch merken. Schwer ist der Job auch deswegen, weil uns Politiker immer wieder weismachen wollen, dass wir hier die Werte des christlichen Abendlandes genießen, obwohl doch Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegen Religion erkämpft werden mussten. Und die Caritas-Legende. Ist nett, aber Sie rauben mir Zeit. Die Caritas-Legende trägt auch dazu bei, dass sogar kirchenferne Menschen meinen, es gäbe, also die Kirchen würden doch so viel Gutes tun. Dabei muss man sagen, die Kirchen, also Caritas und Diakonie, werden zu 1,8% von der Kirche finanziert. Der Rest kommt aus öffentlicher Hand. Eine billige Werbung also. Aber so schwer der Job auch sein mag, eins sollte klar sein, der Job ist bitter nötig. Denn solange religiöse Gruppierungen der Meinung sind, im Besitz absoluter Wahrheiten zu sein, solange deutsche Bistümer zum allergrößten Teil aus Steuergeldern, nicht aus Kirchensteuern, sondern aus Steuergeldern finanziert, aber vom undemokratischen Vatikan gesteuert werden, solange wir Berufschristen dafür bezahlen, dass sie Homosexualität als Sünde bezeichnen, die wieder die Natur wäre, und solange wir die nötige Kritik am Islam als islamophob oder gar als rassistisch abtun, solange kann und muss Religion kritisiert werden. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass auch wir, wie die Atomkraftkritiker, natürlich Alternativen im Gepäck haben. Und diese Alternativen lauten Aufklärung und Humanismus mit ihren drei Stützpfeilern: Wissenschaft, um Erkenntnisse über die Welt zu erlangen, Philosophie, um diese Erkenntnisse zu deuten, und Kunst, um dem Wunsch des Menschen gerecht zu werden nach Kreativität und nach Lebensfreude. Wir sind dafür, dass Religion Privatsache ist, Religiosität Privatsache ist, dass Religion politisch und juristisch und vor allen Dingen finanziell vom Staat getrennt wird. Wir sind für eine Ethik, die sich an den Interessen des Menschen orientiert und übrigens auch aller anderen Tiere, statt einer gottgefälligen Moral. Wir sind für Diesseits statt Jenseits, für Heidenspaß statt Höllenqual. Denn ich möchte mein schönes Zitat noch loswerden. Denn wer das Atom spalten kann, sagt Michael Schmidt-Salomon, und über Satelliten kommuniziert, der muss die dafür erforderliche emotionale und intellektuelle Reife besitzen. Und eine Mythologie, die 2000 Jahre alt ist und von einer primitiven Hirtenkultur entwickelt wurde, wird uns dabei nicht weiterhelfen. Dankeschön. Disput Berlin. So geht Streiken. Im Anschluss kam ein Mann zu mir, der sagte: Herr Müller, ich bin 87 Jahre alt und seit 87 Jahren überzeugter Katholik. Sie schicken mich sehr irritiert nach Hause. Und ich glaube, das ist das Höchste, was man erwarten kann. Denkanstöße zu geben, auch das wird das Buch natürlich schaffen. Natürlich gibt es längst Leute, viele Leute, die sagen, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Berlin, Diaspora, ja, der ganze Osten, Diaspora, die wollen überhaupt nichts mit zu tun haben. Aber die Leute glauben heute nicht mehr, das ist ein Satz, den ich gerne sage, Leute glauben heute nicht mehr an die Wiederauferstehung von den Toten oder an die Jungfrauengeburt, aber sie glauben an die Sozialkirche. Sie glauben, dass mit der Kirchensteuer soziale Dienste geleistet werden. Das stimmt nicht. Und damit will ich aufhören. Ich bin allerdings, wie Sie hier gut sehen können, stolz auch damals zur Heiligen Erstkommunion gegangen. Man sieht mich also auf dem linken Foto, wie viele Kommunions. Kerze trage. Und auf dem rechten Foto sieht man einen Jungen, der das Mädchen vorging, Julia, mit der Kerze hauen will auf den Kopf. Fürchte es nicht auch. Es stand nicht in den 10 Geboten. Das 11. Gebot lautet nicht, du sollst immer mit der Kerze hauen. Das ist die Teil, wo ich ihm das erste Mal zum Buch vorlesen will. Denn ich habe natürlich eine Kommunionsfeier miterlebt und dazu hört eine Kommunionspredigt. Wer kann sich gut an seine letzte Kommunionspredigt erinnern? Ich bin ehrlich, ich habe gegoogelt. Ich kann mich an meine auch nicht mehr erinnern. Und deswegen habe ich eine total geile Kommunionspredigt rausgefunden, aus Nürnberg. Steht auch drin, ich habe nie so getan, als sei das meine. Steht auch per Fußnote drin. Aber daraus lese ich vor, das ist wirklich das. Also wenn man Religionskritiker ist, geht man ja, das ist ja recht normal, nicht in die Kirche. Aber ich kann das nur empfehlen, sich das immer mal wieder auch anzugucken und vor Augen zu halten, was sie da behaupten. Also, liebe Erstkommunikanten, sagt der Pfarrer jetzt zu uns. Ein Ministrant kommt zu ihm auf die Bühne und stellt eine goldene Schüssel und einen goldenen Becher auf den Altar.
Altar, verneigt sich dann vor dem Pfarrer und geht wieder. Der Guido, der hat mir hier eine goldene Schale und einen goldenen Kelch gebracht. Danke, Guido. Kann mir denn jemand von euch sagen, was in ihnen drin ist, bevor sie zur Gabenbereitung an den Altar gebracht werden? Er nimmt Julia zu, die sich sofort gemeldet hat. Ja, Julia? Der Leib Christi, sagt sie. Doch der Pfarrer schüttelt den Kopf. Noch nicht, liebe Julia. Noch sind es einfache Hostien. Ganz normale Brothostien und im Kelch ist Wein. Aber dann erhebt seinen Zeigefinger und spricht lauter weiter. Spricht der Priester ein großes, wichtiges Gebet, das eucharistische Gebet. Und dann kommt die Worte Christi vor. Nehmt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde, und das ist mein Blut, vergossen für euch. Und wenn der Priester dieses Gebet im Namen der Heiligen Kirche gesprochen hat, dann hast du recht, Julia. Julia lächelt. Dann ist es der Leib Christi. Dann ist Jesus in dieser Schale wirklich gegenwärtig. Er schaut uns der Reihe nach an und hält dabei die Schale hoch. Die Hostie sieht immer noch wie Brot aus, aber es hat sich etwas verändert, liebe Kinder. Jesus ist jetzt gegenwärtig. Moment mal, jetzt also doch in echt? Meine Eltern haben doch gesagt, das ist nur eine Geschichte. Ich muss also gleich ein echtes Stück Körper essen und Blut trinken. Und ich erinnere mich bestens daran, dass ich damals auch wirklich irritiert war. Meine Eltern haben zu mir gesagt, das ist nur symbolisch. Aber was musste ich später lernen? Bei den Protestanten ist es symbolisch. Bei den Katholiken macht der Pfarrer eine staatliche Ausbildung zum Prophetenkörperteileverwandler. Also warum überhaupt nicht lachen? Das ist Glaubenswissen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen können die Protestanten und Katholiken nicht gemeinsam das Abendmahl feiern, weil sie sich vollkommen uneins in der Frage sind. Die Protestanten sagen, naja, ist doch, wir tun doch nur so. Legen auch keine schönen Bilder auf. Ja, ist ganz trocken. Überleiden. Kannst auch nicht beichten. Voll mies. Der Schöne, der Katholik, gerade im rheinischen Katholizismus, ne? Alter, mal 5 Grad sein lassen. Ne? Kann man danach beichten gehen. Ich musste auch beichten gehen als Kind. Ich musste mir was ausdenken, was nicht so schlimm ist, dass er deswegen zu meinen Eltern rennt. Aber auch nicht so wenig schlimm ist, dass er denkt, das hat er sich doch noch ausgedacht. Und dann war das ja eine Lüge. Das ist eigentlich auch eine Sünde. Ich habe wirklich darauf gewarnt, ich weiß noch tatsächlich, ich kann mich ein wenig erinnern, aber ich weiß noch, dass ich wirklich damals mit mir am Hadern war. Was hat es eigentlich damit auf sich? Das war in der Gemeinde meines Vaters. Mein Vater ist Kirchenmusiker in der katholischen Gemeinde und zwar seit 35 Jahren in derselben Gemeinde, 36. Der hat dort etwa 8 Pfarrer überlebt, glaube ich, weil sie oft wechseln, wer weiß warum. Ich war dort als Kind ganz oft, deswegen werde ich von Journalisten oft gefragt, Herr Möller, Sie sind doch katholisch aufgewachsen. Nee, sage ich überhaupt nicht. Mein Vater ist vielleicht katholischer Kirchenmusiker. Aber er ist, wie schon vorhin gesagt wurde, in erster Linie Musiker. Was er vom Christentum hält, müsste man ihn selbst fragen. Aber mir hat er mal gesagt, Philipp Feuerbach hat recht, wenn er sagt, der Mensch hat Gott nach seinem Willen geschaffen. Was ich einen der sinnvollsten Sätze aus der Religionskritik finde. Und ich war oft mit in der Kirche. Aber der große Unterschied, ich war immer Backstage bei Gott. Ja? Ich habe immer oben auf der Empore gesessen und habe den Leuten beim Dienen zugeguckt. Das waren ja Diener, Gottes Diener. Meine Schwester und ich, wir haben auch immer König und Diener gespielt. Ich wollte nie der Diener sein. Ich wollte auch in der Kirche nicht der Diener sein. Ich habe oben gesessen, Leute beobachtet, wie sie schwatzen, wie sie haben Popel. Ja. Ich konnte von oben alles sehen. Ich wusste auch, dass der Pfarrer sonst einen ganz normalen, schnöden Anzug trägt. Aber dann geht er sich umziehen. Oh, das ist eine feierliche Kleidung. Das war für mich eine Inszenierung. Das war für mich eine Show. So habe ich das als Kind gesehen. Für mich war Kirche, so sage ich das den Medienvertretern, ja, stets der Ort, an dem mein Vater wunderschöne Musik auf der Orgel spielt, wofür er lange übt und dann niemals applaudieren darf, was ich immer total ungerecht fand. Und dabei wird er auch noch ständig unterbrochen von einem Mann in sonderbarer Kleidung, der, wie ich später erfahren musste, kein Sex haben darf. Kein Sex haben darf. Eine ganz sonderbare Vereinigung.
Ich habe die Kommunion gemacht, bin ein paar Wochen später aus dem Religionsunterricht ausgetreten. Das geht in Berlin sehr leicht, du gehst am Schreiben hin und dann musst du den Matheunterricht in Nachbarklasse besuchen, während die anderen Kinder beten oder was auch immer die da tun. Und dann folgte eine Zeit, in der ich mich hauptsächlich für die drei großen M interessierte, und Mädels, Musik und Marihuana. Du kennst ja jetzt überhaupt nicht zu mir. Das war für mich vollkommen irre. Okay. Mein erstes Mal beschreibt, meine erste Talkshow, denn ich bin ja dann auf einmal in Talkshows eingeladen. Wie Sie vielleicht im Verlauf des letzten Teils des Abends merken, rede ich recht gerne und das habe ich auch bei der Lustkampagne getan. Also wurde ich zum Pressesprecher ernannt und schwuppdiwupp saß ich im Nachtcafé. Wer kennt das Nachtcafé nicht? Schon weniger, sehr gut. Nachtcafé war eine der ältesten Talkshows in Deutschland, im SWR Südwestrundfunk von Wieland Backes moderiert, ein ganz netter Typ, der später den Witz erzählt hat, beziehungsweise die Sendung abmoderiert hat mit den Worten: Wer glaubt, Christ zu sein, weil er in die Kirche geht, der täuscht sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man eine Garage betritt. Das Zitat von Schweizer. Und Wieland Backes war sehr nachsichtig mit mir. Man muss dazu sagen, ich zeige mal dieses Foto, es ist extrem schlecht aufgelöst, nur ein Screenshot von YouTube. Man sieht mich rechts, ich habe nicht gewusst, dass man im Fernsehen nicht so auf einer Couch sitzen soll, wie das zu Hause bei Kühlens geht. So, ich sage jetzt nicht von allen Leuten, wer die waren, aber links, außerhalb des Bildes, ich habe ihn weggeschnitten, weil er mich so anekelt, ein Piusbruder. Ich habe einen echten Piusbruder gegenüber gesessen. Ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit den Piusbrüdern. Hier mal so anderthalb, zwei Seiten zu deren Entwicklungsgeschichte. Das sind ja echt die das ist der ganz rechte Rand des Christentums. Und der Typ, ich will nicht sagen, dass es so ist, ich will nur sagen, dass es meine Meinung ist, falls es zu einem Rechtsstreit kommt. Aber er war genauso homophob, wie er homosexuell war. Das war total spannend. Ja. Und er saß ganz links von diesem jungen Mann, den Sie links sehen, der heißt Benedikt und ist ein Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Und die Reaktion des Nachtcafés war so nett, ihn zwischen den Piusbruder und, Achtung, einen Mann zu setzen namens, oh jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber gleich lese ich ihn vor. Das ist der Weihbischof Overbeck, genau. Man heißt Overbeck, ist ein Weihbischof, er ist der jüngste Weihbischof Deutschlands und er ist mit allen Wassern gewaschen. So hat er mit uns geredet. Extrem autoritärer Typ. Und mit dem lese ich mir jetzt einen kleinen Disput vor. Es ist soweit, wieder ein Backes holt mich in die Diskussion und gibt mir die Chance zu beweisen, dass ich erstmals an einer solchen Debatte teilnehme. Herr Müller, fragt er mich ganz offen, ist die Kirche glaubwürdig? Und statt anhand kurzer Beispiele zu erklären, wo die Kirche nicht nur im Konflikt mit ihren eigenen Ansprüchen steht, die Religion der Liebe zu sein, die Liebe verpönt, sondern auch mit dem deutschen Gesetz, Nächstenliebe predigen und Diskriminierung am Arbeitsplatz leben, begebe ich mich als Talkshow-Neuling lieber ganz freiwillig auf das dünne theologische Eis und spreche über Gott. Aber wie? Achtung, was ich sage. Gott ist ganz offensichtlich eine Erfindung der Menschen, sage ich. Und er wackelt dabei nervös mit dem Fuß. Da wird mir wohl niemand widersprechen. Moment mal, habe ich das jetzt echt gesagt? Wie schön und einfach doch die Welt wäre, wenn du recht hättest, denke ich mir schon während dieses dämlichen Satzes, mit dem ich mich nicht nur als Anhänger des Naturalismus geoutet habe, sondern auch des Nativismus. Bestens trainiert holt der Bischof zu einem Kombinationsargument aus. Es gibt zwei Hinweise auf Gott, sagt er. Der eine ist philosophische Natur und zeigt deutlich, dass wer auf das Menschsein selbst deutlich rekurriert und darüber nachdenkt, deutlich an eine Instanz kommt, die das Unbedingte benennt. Ja, sicher doch, Herr Bischof. Also gut, verwirrten Menschen soll man ja immer Recht geben. Jetzt besteht die Gefahr, dass sie gänzlich durchdrehen. Aber während ich mich ernsthaft frage, ob in Messwein wirklich nur Alkohol steckt, verpasse ich die Chance, ihn auf seine nächste Aussage festzunageln. Und das Zweite ist für uns die Offenbarung, das heißt die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Könnte ich dem Vertreter Gottes auch werden, jetzt dazwischen grätschen, müsste ich sagen, lieber Herr Overbeck, Sie meinen also, dass wir Menschen über das Menschsein nachdenken, ist schon ein Hinweis auf die Existenz Gottes, ja? Okay. Und Sie sehen die dann bewiesen durch die Heilige Schrift, richtig?
Wenn ich das also mal zusammenfassen dürfte, dann lautet Ihre Argumentation, der Mensch fragt, die Bibel glaubt und zack, fertig ist die Glaube, oder was? Für uns Christen steht am Anfang natürlich noch Jesus, sagt er, in dem nicht nur ein Mensch auf uns zukommt, sondern Gott selbst. Ach ja, sorry, da war ja noch was. Aber hier ist die Entstehung der heiligen Sprache nun endgültig perfekt. Weil unsere christlichen Vorfahren tatsächlich, Fußnote, 99,9% der naturwissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnisse der alten Griechen verbrannt haben, wissen wir tatsächlich so ziemlich nichts. Wie gut also, dass es die Bibel gibt. Sie enthält alle Antworten auf alle Fragen und sagt uns, dass ab jetzt nur noch ein einziger Gott existiert, dessen Ebenbild wir sind. Okay, abgesehen davon vielleicht, dass wir nichts wissen und er alles. Und wer alles weiß, der kann eben auch alles, zum Beispiel das Universum basteln. Damit wir unwissenden Menschen von dieser großartigen Tat überhaupt erfahren, beamt dieser Gott sich in eine jungfräuliche Gebärmutter hinein und taucht dann zur zu Weihnachten als 3-in-1 Gott wieder auf, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das alles wissen wir aus der Bibel. Und dass die Bibel die Wahrheit enthält, wissen wir, weil sie das Wort des Allwissenden Gottes ist. Und dass er allwissend ist, wissen wir ja, weil es in der Bibel steht, die ja wiederum wahr sein muss, weil sie vom allwissenden Gott geschrieben ist. Entschuldigen Sie bitte meinen verspäteten jugendlichen Leichtsinn, Herr Bischof, aber wollen Sie uns eigentlich verarschen? Auf manche Menschen, denen dieser Zirkelschluss von Kindesbein an als Wahrheit verkauft wurde, mag das ja Eindruck schinden, aber probieren Sie das mal in eine Excel-Tabelle einzugeben. Diese Operation ist nicht möglich, dürfte es da heißen. Die Zelle bezieht sich auf sich selbst. So habe ich mit dem Typen diskutieren müssen. Natürlich fallen dann die schlauesten Sachen immer erst im Nachhinein ein. Ende des Abends. Es gibt ein wunderschönes Essen mit Wieland Backes und mit allen außer Herrn Oberbeck, der schnell in der Dienstlimousine wieder nach Hause fahren musste. Ich wollte mich neben Benedikt Treimer setzen. Benedikt Treimer hat einen guten Job gemacht. Ich meine, der Typ war damals Anfang Mitte 20 und musste uns und dem Fernsehen erzählen, wie er von einem katholischen Pfarrer sexuell missbraucht wurde. Und wie das Ganze vertuscht wurde und verheimlicht wurde und verschoben wurde. Und der Wieland Backes fällt ihm ins Wort und sagt, ja, das tut mir aber wirklich unheimlich leid, ich würde das gerne ungeschehen machen, kann ich aber nicht. Aber was ich tun kann, ist dafür zu sorgen, dass die Kirche alle ihre Strukturen aufweist, um diese Fälle aufzuarbeiten. Nee, sagt er, haben sie aber nicht. Doch, das haben wir sehr wohl getan. Nein, sagt er, haben sie nicht. Er wurde versetzt, er wurde wieder eingesetzt, er wurde nochmal versetzt, er hat wieder zugeschlagen und so geht das immer weiter und das hat bei ihm in der Kirche System. Und das musste ich erstmal trauen mit Anfang 20. Ja. Fand ich ziemlich cool. Also wollte ich mich beim Essen zu ihm setzen, hat sich aber schnell der Pius-Bruder mit ihm gesetzt und dann hat er dem voll geflüstert, ne, die ganze Zeit. Und irgendwann ist der bleich geworden, der Benedikt, und da habe ich gesagt, komm, wir gehen mal raus, frische Luft atmen. Und frage ihn draußen, sag mal, warum bist du denn so nervös? Du hast doch einen echt guten Job gemacht, sagt er. Weißt du, was der Pius-Bruder mir gerade ins Ohr geflüstert? Steht hier auch im Buch. Sie sollten sich schämen, mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Das hat System. Und das Ganze hat stattgefunden, bevor der große Riss kam und der große Riss in der Fassade und der große, große Missbrauchsskandal. Man müsste sich also heute hinsetzen und die Aussagen dieses Pfarrers sich nochmal angucken und mit der Realität abgleichen. In Deutschland ist es gesetzlich erlaubt, die katholische Kirche als Kinderficker-Sekte zu bezeichnen. In Deutschland ist es gesetzlich erlaubt, die katholische Kirche als Kinderficker-Sekte zu bezeichnen, was ich nicht tue. Aber, dass es erlaubt ist, hat einen Hintergrund. Denn die Anzahl der Missbrauchsfälle ist so hoch und die Anzahl der Mitwisser und derjenigen, die es nicht weitergegeben haben, der Vertuscher ist so hoch, dass es offensichtlich erlaubt ist. Also, das ist meine Auseinandersetzung mit dem Thema. So, und jetzt, Achtung, liebe Leute, habe ich zwei Aufträge. Meine Bitte an Marc, kann ich was zu trinken haben? Ich verlege so viel. Ich hätte unheimlich gern einen Schluck Wasser. Also, es gibt hier einen Wasserrad. Ich wüsste nicht, so, wenn jemand einen Becher dabei hat. Ach. Ah ja, cool, super. Und jetzt kommt das große Gottesbuch Kirchensteuerquiz. Wer kennt Carsten Ferk nicht? Habe ich Sie schon gefragt. Das ist Carsten Ferk. Carsten Ferks Schriften sind erstaunlich. Denn, Dankeschön, Carsten schafft es tatsächlich, sich
wochenlang, monatelang in Archive zu setzen, in Bibliotheken zu setzen, zu recherchieren, Daten auszuwerten, zu vergleichen, Ämter anzurufen und dann Bücher zu schreiben, die den Titel tragen, die Kirchenrepublik Deutschland, die Kirchen und Finanzen der, Vermögen und Finanzen der Kirchen in Deutschland und so weiter. Und was da drin steht, ist tatsächlich erstaunlich. Ich habe die wichtigsten Ergebnisse in einem Kirchensteuer-Quiz zusammengefasst. Und auch wenn das für die Schweiz nicht gilt, ist es eine interessante Argumentation. Also, wie hoch ist der Anteil, den die Kirche zu Caritas und Diakonie beisteuern? 3%. Schönen Dank, dass ich nicht mal schlucken darf. Ums Wasser mit Sprudel. 3% katholisch geleitet oder so ausgerechnet. Das ist aber Peanuts, die kommen 12 Millionen, da haben sie die ganz große Welt. Verstehe ich nicht. Also ich kann ungefähr fragen, was Sie gesagt haben. Die katholische Kirche statt Winterthur spendet 3%. Ich habe es selber ausgerechnet, ich hatte mit ihnen einen großen Disput und die nehmen 12 Millionen an Kirchensteuern ein und verheizen das ganze Geld selbst. Ja, also eine Show. Nein, ja. Showtime. Ja, es ist Showtime. Und dann habe ich den Austritt geschrieben, begründet, oder nicht mehr glaubwürdig, Rom inklusive. Rom, der Vatikan besitzt Milliarden, ich war Banker, Milliarden. Die haben in Rom eine beste Geschäftslage, in Liegenschaften, auch in Lausanne. Und Rom spendet nur das Geld, das sie erhalten, spendet sie weiter. Oder? Aus dem eigenen Sack spenden sie nichts. Nein. Sind, also ich spreche immer von den zwei Jesus-Konzernen. Ja, kann ich schon nicht evangelisch. Und ich habe letztens eine Lesung in Berlin gehabt und Freunde eingeladen. Und hat einer gesagt, ja, er sei doch sehr christlich. Und wenn er schon den Begriff Jesus-Konzerne liest, dann kommt er lieber nicht. Da habe ich gedacht, das ist gut, dass du dann nicht gekommen bist. Denn der Begriff Jesus-Konzern ist ja noch einer der freundlicheren Begriffe, die man dafür finden muss. Also, in der Tat, stimmt, es ist auch heute schon gesagt worden, ja, bitte. Aber Herr Möller, jetzt nochmals zu meiner Frage eingegangen. Die ist immer noch nicht beantwortet. Sie zeigen uns jetzt Missstände, auf die wir schon lange wissen. Okay. Aber warum man als ohne Gott glücklicher sein soll, das aber den auch nicht beantwortet. Okay, ja. Ich tue es gerne noch. In der Tat, habe ich ja schon gesagt, der Untertitel meines Buches ist inhaltlich wichtiger als der Titel, warum wir ohne Religion besser dran wären. Okay? Und ich räume ein. Ohne Religion oder ohne Gott? Ja? Wozu unterscheiden? Ich räume durchaus ein, dass es eine systemimmanente Schwachstelle in meiner Arbeit gibt und die nennt sich Preaching to the Choir. Die nennt sich Eule nach Athen tragen. Aber ich kann nichts dafür, dass immer nur Leute zu meinen Vorträgen kommen, die das sowieso schon so sehen wie ich. Deswegen sage ich der Stiftung immer, schickt mich bitte an die Front, auch wenn ich sonst ungern in militärischem Jargon arbeite. Aber mich muss man eigentlich diskutieren lassen mit denen, die es nicht so sehen. Mein Buch und auch mein Vortrag kann hoffentlich Ihnen Diskussionsformulierungen oder sagen wir mal Formulierungen an die Hand geben, mit denen Sie Diskussionen vielleicht noch ein bisschen geschickter meistern können. Es kann Sachverhalte noch klarer aufzeigen, es kann Ihnen Zahlen, Daten, Fakten liefern, dass Sie ohne Gott glücklicher sind. Das habe ich schon befürchtet. Wollen Sie trotzdem das restliche Quiz sehen? Ja, auf jeden Fall. Das Beste kommt immer am Schluss. Ja, wie bei einem Weg. Ja, am Höhepunkt hört es auf. Ja. Wir müssen nur gemeinsam auf die Zeit schauen. Also ich neige ja auch zum Fingerreden. Also, es sind 1,8% und das ist die wichtigste Argumentation. Und das wird Ihnen wahrscheinlich in der Schweiz auch passieren. Wenn Sie über die Kirche reden, dann sagen die Leute, ja gut, Gott ist vielleicht genauso erfunden wie der hinduistische Gott oder die hinduistischen Gottheiten und so weiter. Aber die Kirche tut doch so viel Gutes für die Gesellschaft. Schauen Sie sich, und das sind in Deutschland Caritas bei den Katholiken und Diakonie, bei den Protestanten, die Caritas und Diakonie an. Das sind Tausende von Geschäftsstellen, da sind Krankenhäuser, Hospize, die tun so viel Gutes. Wo wären wir ohne die Kirche? Und was tatsächlich kaum jemand weiß, ist, dass nur 1,8% dieser 42 Milliarden Euro, die jedes Jahr gebraucht werden, von der Kirche kommen. Der Rest sind Krankenversicherungsbeiträge, Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge, öffentliche Gelder.
Das muss man immer wieder sagen. Zwei Probleme ergeben sich daraus. Der erste ist ein massiver Etikettenschwindel. Die betreiben nicht nur Weltanschauungsbetrug. Ja? Jesus erfunden, Gott erfunden, die Erfindung der Menschenrechte und Demokratie, alles erstunken und erlogen, sondern sie belügen uns jetzt auch noch mehr oder weniger aktiv, indem sie sich immer wieder in die Medien setzen, wo sie ja auch platziert werden, weil sie natürlich Plätze in den Rundfunkräten haben, und sagen, wo stünde die Gesellschaft ohne uns, wo wir doch so gute Dienste leisten. Das muss man immer wieder korrigieren. Nächste Frage, wie viel Prozent der Kirchensteuern sind das? Hat jemand eine ungefähre Idee, wie viel Prozent dessen, wo sind ja gerade schon Zahlen gefallen, in Deutschland, ich sage es jetzt einfach mal, in Deutschland sind das etwa 5-10%. Und die nächste Frage wird total spannend. Ich habe ja mal mit einem Intendanten eines deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders gesprochen. Und der sagte so, naja, ist schon klar, Herr Müller und so, aber die guten Taten. Ich habe gesagt, was meinen Sie denn? Wie viel Prozent der Kirchensteuer fließen denn in Caritas und Diakonie? Ach, sagt er, total wenig, wahrscheinlich 40-50%, wahnsinnig, hol mir mal die Milch. So, dann kommt er wieder und rührt seinen Kaffee und sagt zu mir, und, wie viel ist es? Ja, sag ich, 5-10%. Oh, sagt er, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe immer gedacht, die Kirchensteuer, das ist meine regelmäßige Sozialabgabe, weil ich sonst alles versaufen und verfressen würde. Hat er gesagt. Okay. Spannend. Jetzt sehen Sie, wie schön dieses Quiz hier gewissermaßen komponiert ist. Wie viele Kirchenmitglieder würden ausreden, wenn sie erführen, dass dieser Anteil nur sehr gering ist? Wenn Konjunktiv, muss ich googeln. Wie heißt dieses Wort richtig? Also, wir haben tatsächlich einen Studienauftrag gegeben und Kirchenmitglieder befragt. Stellen Sie sich vor, Sie würden erfahren, Sie erführen, dass nur ein geringer Anteil der Kirchensteuer in die sozialen Aufgaben von Caritas und Diakonie fließt. Wie würden Sie darauf reagieren? Dann gab es mehrere Antwortmöglichkeiten. Eine lautete, ich würde austreten. Wie viel Prozent sagen, ja, ich will austreten? Bitte melden, ich bin Lehrer. Nicht gemeldet. Nicht gemeldet. Ja, 85, nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Hat jemand eine andere Idee? Da oben ging er. 60. Diese dritte Reihe. Ganz oben rechts. 60. Es sind 48%. Also ziemlich genau die Hälfte. Und deswegen schreibe ich zum Beispiel das Buch. Um Leute darüber zu informieren, um ihnen plausible Daten und Fakten an die Hand zu geben, sie eine bessere, weltanschauliche Entscheidung treffen können. Pause vorbei. Welche Regierung hat in Deutschland dafür gesorgt, dass die Konfession in der Lohnsteuerkarte genannt werden muss? Es gibt in Deutschland einen Passus in dem Grundgesetz, der lautet, niemand darf verpflichtet werden, seine Konfession offenlegen zu müssen. Gleichzeitig wird aber schon in unserer Geburtsurkunde und später natürlich auch in der Lohnsteuerkarte abgefragt, welche Konfessionszugehörigkeit wir haben. Ich habe mal für die Audi gearbeitet in Ingolstadt und habe überlegt, ob ich da meine Doktorarbeit schreibe und da Karriere mache. Dann sagte jemand zu mir, du bist nicht in der Kirche, oder? Ich so, nee, aber es ist schwierig bei der Audi. Das sehen die. Welche Regierung hat dafür gesorgt? Und wenn ich das als Deutscher schon frage. Die EU? Nee. Ja, die Hitlerregierung. Die Hitlerregierung, die NSDAP. Also, die ganze, also kurze Geschichtsexkurs. Ja. Das Ermächtigungsgesetz sollte im Reichstag durchgebracht werden, das Hitler zur alleinigen Macht verhilft. Und eine einzige Partei hat Nein gesagt, das war die SPD. Sternchen. Ja. Die einzige unentschiedene Partei war die katholische Zentrumspartei. Genau, ja. Und
aber jetzt redet er sich noch raus. Hier. Ich hab's dir gerade aufgeklärt. Also, die einzige Partei, die unterschieden ist, katholische Zentrumspartei. Und es gibt Augenzeugen, oder nennt man das dann Ohrenzeugen, die besagen, dass Hitler und Ludwig Kahrs, der Vorsitzende der katholischen Zentrumspartei, vorher abgemacht haben, lieber Ludwig, wenn du deine Partei dazu überredest, meinem Ermächtigungsgesetz zu stimmen, dann gibt es ein paar schöne Geschenke von den Nationalsozialisten an die katholische Kirche. Denn die Nationalsozialisten und die katholische Kirche waren nicht nur Freunde, das ist wohl klar. Dazu gehörte zu diesen Geschenken, zu den Versprechungen, gehörte unter anderem die Fortführung des Religionsunterrichts und eben auch die Fortführung der Kirchensteuer. Noch eine ganze Menge anderer Sachen. Also hat Ludwig Kahrs sich hingestellt und hat gesagt, dass das nationale Aufstiegswerk ja sowieso vorangeht. Die Leute aus der katholischen Zentrumspartei, die nicht dafür gestimmt haben, wurden von der SS mit Gewehren bedroht im Reichstag. Und schon hat die katholische Zentrumspartei sich hingestellt und als letzte Partei zugestimmt. Ludwig Kahrs saß wenige Wochen später im Vatikan, hatte einen hohen Posten. Und Hitler hat mit der katholischen Kirche das sogenannte Reichskonkordat ausgehandelt. Und das Reichskonkordat gilt bis wie ein Märchen. Genau. Das finde ich schon knackig. Kurze Zeit später hat man dann auch das Kirchensteuersystem entsprechend geändert, sodass es ziemlich leicht wurde, für die Kirche die Steuern einzuziehen. Also heute, wenn heute jemand Kirchensteuer zahlt, dann ist das ein direktes Erbe der unheilvollen Zusammenarbeit aus katholischen Kirche und Nationalsozialisten. Was kostet der Einzug der Kirchensteuer? Auch gut, wenn ich mit Leuten über die Kirchensteuer spreche, sagen die immer wieder, und auch das ist wichtig in der Diskussion, Sie wissen aber schon, Herr Möller, dass der Staat sich den Einzug der Kirchensteuer sehr gut bezahlen lässt. Dann sage ich, das stimmt, abgesehen von zwei Worten, sehr und gut. Die Kirche bezahlt 300 Millionen Euro in Deutschland dafür, dass die Finanzämter den buchhalterischen und verwalterischen Aufwand betreiben, die Kirchensteuer einzuziehen. Aber was kostet der Spaß eigentlich? Carsten Frank hat nach Österreich geschaut, wo die Kirche das selbst tun muss, und hat vom österreichischen Kirchensteueraufkommen auf das deutsche Kirchensteueraufkommen hochgerechnet und ist auf welche Summe gekommen? Sie dürfen sich melden. Oh, da hinten sehe ich, ne, Sie kratzen sich nur im Bart. Oh, ja, bitte. 2 Millionen. Lass mal gelten. Ein Applaus für den Damen und Herren, damit Sie hier mal laufen. Also, das sind 1,8 Milliarden Euro. Auch bekannt als 1.800 Millionen Euro. Und 300 zahlen sie es. Es gibt eine Differenz von 1,5 Milliarden Euro, die deutsche Steuerzahler dafür aufkommen. Und das ist wichtig in der Debatte. Weil immer wieder gesagt wird, erstens, das wird für soziale Zwecke eingesetzt. Zweitens, naja, das wird zwar von den Finanzämtern gemacht, aber das machen wir nebenbei. Nächster. So, und das ist mit meiner Lieblingsfrage. Von welchen zwei Gesetzen sind kirchliche Betriebe in Deutschland ausgenommen? Nicht gemeldet und kein Gesetz. Arbeitsrecht ist kein Gesetz. Und Sie haben sich nicht gemeldet. Ich bin. Sie haben sich auch nicht gemeldet. Nee. Also, bestimmt auch. Wenn wir mal genauer nachlesen würden. Nein. Die Frage ist hier ein bisschen fies. Gleichstellungsgesetz. Richtig. Es ist das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Da steht mal eben drin. Das ist ja ein Gesetz, das gibt es noch nicht allzu lange. Das ist richtig in, das ist richtig sexy, ja? Weil es dafür sorgt, dass niemand diskriminiert wird. Und dann steht da ein Paragraph, der lautet, dieses Gesetz gilt für kirchliche Einrichtungen nicht. Punkt. Das ist fast lustig, oder? Ein anderes Gesetz. Bitte? Ah, die Pfarrer dürfen nicht heiraten. Ja gut, mir geht es jetzt mehr erstmal um kirchliche Betriebe. Okay. Also das ist wohl richtig, wir kommen dazu auch gleich noch. Es gibt in dem zweiten Gesetz, nach dem ich gerade fragen will, noch Bestimmungen, die eigentlich dafür sorgen würden, dass das nicht passieren wird. Kinderschutzgesetz. Das haben Sie jetzt gesagt. In Deutschland gibt es ja Grundgesetz. Gewissermaßen hat der Herr nicht Unrecht.
Das Grund, es gibt einen Passus, der besagt, der ist aus der Weimarer Reichsverfassung ins Grundgesetz übernommen worden, der besagt, gleich, dass kirchliche Betriebe ihre sämtlichen inneren Angelegenheiten ohne Kontrolle oder Eingriff des Staates regeln können. Die haben Narrenfreiheit. Ja, bitte. Ja, das geht mehr in die Finanzrichtung. Also, ich löse es mal auf. Es nennt sich in Deutschland Betriebsverfassungsgesetz. Das Betriebsverfassungsgesetz ist ein Monstergesetz. Besteht aus 100 Paragraphen und regelt jeden, Entschuldigung, Furz, der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelassen wird. Alles, jede Einzelheit. Und auch da steht drin, dieses Gesetz gilt für kirchliche Einrichtungen nicht. Entsprechend können die ein eigenes Arbeitsrecht schreiben. Und in dieses eigene Arbeitsrecht schreiben sie, dass die moralischen Standards, die für ihre Religion gelten, auch für ihre Angestellten gelten. Das heißt, obwohl sie, ich sage das, das klingt jetzt ein bisschen nationalistisch, eh nicht, obwohl sie auf deutschem Boden Mitarbeiter beschäftigen, müssen sie sich nicht an deutsches Gesetz halten, sondern können im Rahmen einer Paralleljustiz sich ein eigenes Gesetz schreiben und nach diesem eigenen Gesetz können sie Juden, Atheisten, Muslime, wiederverheiratete Homosexuelle, um nur 5 Beispiele zu nennen, fristlos entlassen oder beim Bewerbungsprozess erst gar nicht berücksichtigen. Sie können denen verbieten, Betriebsräte reinzuberufen. Sie haben sowas Ähnliches wie einen Betriebsrat und auch das ist schon fast wieder witzig. Es gibt Kommissionen, in denen solche Fragen entschieden werden. Diese Kommissionen sind paritätisch, also 50-50 aus Arbeitgeber, Arbeitnehmer besetzt. Aber wenn man etwas durchsetzen will, dann muss das mit 2/3 Mehrheit angenommen werden. Und wenn der Bischof das möchte, mit 3/4 Mehrheit. Das heißt, selbst wenn ein paar renitente Schweine ja, sich auf Arbeitnehmerseite schlagen, dann kann der Bischof immer noch sagen, oh, in dem Fall gilt nicht 66,666%, sondern 75. Sie haben de facto keine Chance. Es gibt ein katholisches Krankenhaus in Ottweiler im Saarland, da hat man sich entschieden zu streiten, und zwar nicht gegen das kirchliche Arbeitsunrecht, sondern gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Hat gestreikt. Kirche sagt, das gehört sich nicht in einen kirchlichen Betrieb. Wir behalten uns Lohnkürzungen und fristlose Entlassungen vor. Nächstenliebe predigen und Diskriminierung am Arbeitsplatz leben, bitte. Können Sie die Frage wiederholen? Also, es wurde, ob schon mal versucht wurde, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag zu klagen. War das die Frage? Ja. Also, es gibt auf nationaler Ebene Bemühungen, ob in Den Haag schon was, also erfolgreich ist jedenfalls noch nichts gelaufen, so viel weiß ich. Und wir haben jetzt das Institut für Weltanschauungsrecht gegründet, weil wir der Meinung sind, es gibt nicht nur ein Recht auf Religionsfreiheit, es gibt ein Recht auf Weltanschauungsfreiheit. Und sämtliche Fragen, die im Konflikt zwischen Religion und Justiz stehen, werden von unserem neu gegründeten Institut für Weltanschauungsrecht beantwortet. Und die sind da natürlich ganz stark dran. Also, ich hoffe ja, dass wir mit dem Knacken der 50%-Marke Konfessionsfreiheit in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz, ich glaube, ihr seid schon mehr hier, ungebundenen, bestimmte Privilegien lautstark hinterfragen wird. Aber Deutschland hat ja ein Bundesverfassungsgericht. Das heißt, man kann ja die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze überprüfen. Ja. Das haben wir in der Schweiz ja nicht. Das nehmen wir gerade einen Forst und auch seine Anwendung. Ja, das ist richtig. Mir wird auch immer gesagt, ja, Müller, wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie dafür eine parlamentarische Mehrheit finden. Nach dem Verfassungsgericht hätte er die Möglichkeit, ein Gesetz aus Kraft zu setzen, ja. Wenn es Verfassung ist. Wir haben das bisher noch nicht geschafft, weil es natürlich passiv in der Artikel in der Verfassung gibt, wie den vorhin genannten Narrenfreiheitsartikel, die besagen, dass sie vor allen Dingen personelle Entscheidungen ohne Eingriff oder Kontrolle des Staates. Das heißt, man muss eine Grundgesetzänderung durchführen. Das ist wie mit dem Religionsunterricht, zu dem wir gleich kommen. Religionsunterricht ist in Deutschland per Verfassung als ordentliches Lehrfach bezeichnet.
In diese Verlegenheit kommt Deutsch, Mathe oder Geschichte nicht. Ja. Ja, also hier wird nach der Volksinitiative gefragt, das ist in der Schweiz ein sehr beliebtes Instrument. Wir haben es in der Form tatsächlich noch nicht probiert, weil man dazu auch sagen muss, dass wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, was unsere Bekanntheit angeht. Das heißt, wenn wir uns mit Flyern in die Straßen stellen, haben Sie eine Idee, was dabei rumkommt? 23 Unterschriften. 24. Es ist ja nicht ganz so, wir schaffen es über Themen. Wir haben in der Stiftung mal entschieden, wir schaffen es nicht, eigene Themen zu setzen. Wir schaffen es, uns an Themen anzuheften. Wenn über Beschneidung diskutiert wird, setzen wir uns für genitale Autonomie ein. Ja? Wenn über Sterbehilfe diskutiert wird, dann setzen wir uns für die Selbstbestimmung am Lebensende ein. Aber wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft eigene Themen zu setzen. So, eine Frage an Sie, gibt es religiöse Kinder? Also Sie sehen ja wohl. Wer ist der Meinung, es gibt religiöse Kinder, der meldet sich bitte jetzt. Sehen Sie, keine Antwort, ist auch eine Antwort. Also, ich bin der Meinung, es gibt auf jeden Fall schon, wie Sie ganz rechts sehen, skeptische Kinder. Und es gibt auch, wie Sie hinten rechts sehen, die in den weißen Kindern, die das alles nicht so richtig ernst nehmen. Blasphemie! Es gibt Kinder religiöser Eltern. Aber es gibt keine religiösen Kinder. Das Bekenntnis zu einer Religion erfordert eine kognitive Leistung, die eigentlich noch niemand vollbringen kann in dem Alter. Ab 14 ist man in Deutschland religionsmündig. 15. 16. Das ist ein sinnvolles Alter. Ja? Ich finde es selber noch ein bisschen knapp, wenn ich so an meine 15 zurückdenke, wie gesagt, die drei großen M. Aber ich finde, bis dahin sollte man Kinder eigentlich vor dem Zugriff durch Ideologen regelrecht verschonen. Es müsste fast unter das Jugendschutzgesetz fallen. Denn die können nicht anders, als sich dagegen zu erwehren. Das ist ein bisschen wie wenn Kinder mit dem Auto sitzen und man raucht schön eine Zigarette. Natürlich hat es nicht die gleichen Folgen. Aber die Kinder können sich dagegen nicht wehren. Ich weiß genau, meine Tochter ist 7. Die kauft mir schon nichts mehr ab. Aber mein Sohn ist 4. Wenn ich dem erzähle, Star Wars ist echt, dann glaubt er das. Ninjago. Wer kennt Ninjago nicht? Sehr gut. Um den Unterschied zwischen Schule und Kirche noch einmal zu veranschaulichen, ein sehr einfaches Flipchart gestaltet. Voll easy. In der Schule geht es um Wissen, in der Kirche um Glauben. In der Schule geht es um Fragen, in der Kirche um Glauben. In der Schule geht es um Zweifel, in der Kirche um Glauben. Sie glauben, ein Muster zu erkennen. Ich werde Sie jetzt brechen. In der Schule geht es um Nachdenken, in der Kirche um Nachbeten. In der Schule geht es um Aufklärung, in der Kirche um Verklärung und die letzte Formulierung finde ich die griffigste. Wann immer wir darüber streiten, ob Religionsunterricht, konfessioneller Religionsunterricht etwas in der Schule zu suchen hat, müssen wir sagen, in der Schule geht es um Erkenntnis, in der Kirche um Bekenntnis. Aber Herr Möller, Sie sehen das doch völlig falsch. Der Religionsunterricht ist doch kein Indoktrinationsunterricht, Herr Möller. Der ist doch dafür da, die Kinder über Religion aufzuklären. Ach so, Sahin, warum machen Sie das dann? Warum setzen wir ausgerechnet diejenigen daran, die vollkommen befangen sind? Und wer unterstützt mich? In meiner Haltung das Bundesverfassungsgericht. Das besagt, der konfessionelle Religionsunterricht hat den Zweck, die Bekenntnisse der jeweiligen Bezugsreligion als unumstößliche Wahrheit zu vermitteln. Schönen Dank. Gehört das an die Schule? Ich finde nicht. Ich habe eine Religionslehrerin kennengelernt. Diese Folie ist ein erwachsenenbildnerischer Albtraum. Die hätte man mir an der Uni um die Ohren gehauen. Ich zeige sie Ihnen trotzdem. Ich habe an der Schule gearbeitet und eine Lehrerin kennengelernt, Frau Düsterbach. Frau Düsterbach war Religionslehrerin, hat immer Chanel 5 getragen und Kunstlederleggings und ausfällige Blusen und dazu Armringe, die klimpern und eine große Dauerwelle und ist immer so, ach Philipp, Hallöchen,
Wie geht's denn? Ja, ein bisschen schräg, um es kurz zu sagen. Und mit der habe ich die hat irgendwann spitz gekriegt, dass ich Atheist bin. Da sagt sie, das ist doch irgendwie die Wurst, die hat auch zwei Enden. Ich bin eben gläubig am einen Ende und du glaubst eben, dass es keinen Gott gibt am anderen Ende. Dein Atheismus ist doch auch nur eine Form von Religion. Aha, sag ich. Atheismus ist eine, wenn Atheismus eine Form von Religion ist, dann ist nicht Briefmarken sammeln auch ein Hobby. Also das verstehe ich jetzt nicht. Mir ist ein fieser Spruch eingefallen, als ich mit der Frau geredet habe. Mit religiösen Menschen über rationelle Dinge zu reden, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Das ist gemein. Aber die Frau war wirklich von Gott nicht gesegnet mit Schleue. Wie auch immer. Frau Düsterbach hat den Kindern nicht nur normalen Religionsunterricht erteilt, sondern ich habe in ihrem Raum, ich zufällig vorbeigekommen, habe ich in ihrem Raum gefunden, Dokumente der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Wer kennt die Studiengemeinschaft Wort und Wissen nicht? Sehr gut. Sehr gut. Die Studiengemeinschaft, wer hat denn da so gedacht? Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist ein US-amerikanischer, kreationistischer, bibeltreuer Verein, der der Meinung ist, die Erde ist 6000 Jahre alt. Fossilien sind nur erfunden und Menschen und Dinosaurier haben zusammengelegt. Dabei muss man sagen, vor 6000 Jahren hat der Michael Schmidt-Salomon immer, vor 6000 Jahren haben die Menschen bereits das erste Bier gebraut. Und da sagen wir, ist die Welt erfunden worden. Bitte schön. Wie viele Leute glauben das tatsächlich? Allah. Alleine in Winterthur? Ich sage, wie viele Leute glauben das? Es kommt dir in deinem jugendlichen Leichtsinn nicht so vor, aber die Welt ist so beknackt. Das ist schon so. Ja, ich weiß, ich habe schon vor Leuten gestanden und gedacht, soll ich dich mal kneifen? Ist das wirklich so? Ich habe gehört, die Winterthur ist in der Hochburg von Freikirchen. Ja? Ja? Ja, es gibt in Deutschland, als ich zum Thema Sterbehilfe recherchiert habe, habe ich mir mal angeguckt, wer gegen die Sterbehilfe ist. Und das sind unter anderem die Leute, die gegen Schwangerschaftsabbruch sind. Die sogenannten Lebensschützer. Und diese Lebensschützer machen in Berlin jedes Jahr eine 1000-Kreuze-Demo, laufen schweigend mit 1000 weißen Kreuzen durch die Gegend. Das ist richtig spooky. Und die lassen sich Grußworte schicken. Da sind Bundestagsabgeordnete dabei. Ich wünsche der Initiative alles Gute. Ihre Julia Klöppner, CDU. Bumm. Die Frau ist Bundestagsabgeordnete. Die unterstützt die fundamentalistischen Christen. Ich würde sie Katholibanen nennen, sind Protestantibanen. Die Frau jedenfalls, diese Religionslehrerin, hat tatsächlich solche Sachen im Unterricht ausgelegt. Und da habe ich gedacht, ich habe ein schwarzes Schaf erwischt, habe aber ein Buch entdeckt, auch bei ihr aus einem seriösen Verlag, Diesterweg, der Verlag Kalter im Hause Diesterweg. Und da steht zum Beispiel, stellt euch vor, liebe Kinder, jedes Löwenzahnschirmchen ist ein Dank an Gott dafür, wie wunderbar er seinen Garten gestaltet hat. Unten steht, danke Gott für meine Eltern und meinen Hund und die Blumen. Gott, unser Schöpfer, wir loben dich, denn du bist groß und hast unsere Welt wunderbar gemacht. Ja, wo ist denn da der Unterschied zwischen dem Kreationismus der Spinnertruppe aus den USA? Das heißt, in Deutschland offiziell zugelassene Religionsbücher sagen klipp und klar den Kindern, den Erst- und Zweitklässlern, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und dann fragen Sie mich nochmal, warum ich so ein Buch schreibe. Ich weiß, ich habe Ihnen immer noch nicht erklärt, warum ich ohne Gott glücklicher bin. Genau. Aber ich sag's Ihnen, an dem Beispiel. Wobei ich sage natürlich folgendes: Man kann die Kinder natürlich programmieren, das ist keine Frage. Aber die echte Glaubensfrage, die kommt vielleicht mit 30, mit 50, wenn die Leute wirklich ein Problem haben. Oder es geht um Leben und Tod, oder man hat Probleme mit Jobless. Und dann kommt auch die Sinnfrage: Was ist der Sinn des Lebens? Gestern habe ich ein Weihnachtsgedicht verfasst, ich habe es jetzt nicht schriftlich hier und da habe ich das auch erwähnt, oder?
Viele Leute in der Weihnachtszeit sind alleine, vermissen Gemeinschaft, Freunde, Treue und das Fest. Und da kommt die Seele ist im Plan. Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Und zum Glück haben wir noch das Ich, manchmal die letzte Hoffnung. Aber es gibt so viele schöne Dinge. Sie warten, machen wir uns auf den Weg. Eben, die Glaubensfrage, die kommt erst später, nicht im Kindergarten. Mhm. Also für mich ist diese Kinderdiskussion nicht so relevant. Ah, ja. Okay. Gut, ja, das ist Ihre Haltung. Das ja. ist vollkommen okay. Sehen Sie anders? Ja, Sie sind ja erst vor kurzem aus der Kirche ausgetreten. Wie? Sie sind ja erst vor kurzem aus der Kirche ausgetreten. Warum mussten Sie sich ja diese Fragen gar nicht stellen? Wie? Sie mussten sich ja diese Fragen gar nicht stellen. Sie mussten ja nicht über den Sinn des Lebens vielleicht nicht rein sehen in einer großen Krise nachdenken, weil Sie hatten ja die Antwort der Kirche. Sie waren in der Kirche aufgehoben. Ja, also bevor wir schon in den Dialog gehen, ich mache das gerne, ich gucke auf die Uhr, ich beeile mich auch jetzt. Aber wir können das gerne am Ende klären. Was ich nur sagen will, ist, ich halte es für keinen fairen Wettbewerb, wenn wir den Christen die Chance geben, Zugriff auf wehrlose Kinderhirten zu haben, das Ganze noch mit 4 Milliarden Euro subventionieren, die der Religionsunterricht jedes Jahr kostet. Und dann sagen, naja, aber die Kinder glauben eben dran. Herr Müller, wollen Sie ihnen das verbieten? Das ist das, wogegen ich mich ausspreche. So, und da im Grundgesetz steht, dass niemand gezwungen werden darf, an einer religiösen Übung teilzunehmen, sage ich, beende ich mein Kapitel oder resümiere ich in meinem Kapitel, entweder ist der konfessionelle Religionsunterricht keine religiöse Übung, was er aber doch ist, oder ist eben verfassungswidrig. So, jetzt kommt eine weitere Lesestelle, denn die Kinder haben ja auch gemerkt, dass ich nicht an Gott glaube. Und das fanden die ganz furchtbar. 2 Mädchen standen vor mir und haben gesagt, Herr Müller, hast du keine Angst vor dem Teufel, der in der Hölle auf dich wartet, wenn du nicht an Gott glaubst? 2 Klässlerinnen, 7, 8 Jahre alt. Und die sagten, Mädels, keine Sorge, das ist nur erfunden. Das ist ein Märchen. Das gibt es nicht. Das ist so wie Hänsel und Gretel, das ist eine Geschichte. Okay? Keine Sorge. Es hat aber Ärger gegeben. Einer meiner Schüler ist zu Frau Düsterbach gegangen und hat gesagt, Frau Düsterbach, ich bin Gott, beweisen Sie mir das Kind. Was sagt Frau Düsterbach? Ich glaube, da hat Herr Müller seine Finger. Also geht Frau Düsterbach zu Herrn Friedrich, das ist unser Schulleiter, und sagt, du. Also kommt der Friedrich zu mir und sagt, Herr Müller, ich muss mal mit Ihnen reden, so redet ihr aber nicht. Ich habe Sie ja eingestellt als Vertretungslehrer. Aber dass Sie Kindern erzählen, dass es keinen Gott gibt, das gibt es nicht. Wissen Sie eigentlich, woher die Energie nehme, hier jeden Tag in diesem Irrenhaus zu arbeiten? Wer mir diese Energie gibt? Boah, keine Ahnung. Ihre Frau? Nee! Auch! Ihre Kinder? Nein! Also, ich meine keinen Mensch. Das ist, keine Ahnung, Ihr Hund? Ich weiß ganz genau, tun Sie doch nicht so scheinheilig. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen mit Ihrer komischen Kampagne. Sie dürfen den Kindern nicht erzählen, dass es keinen Gott gibt. So, und nachdem ich da diesen Einlauf bekommen habe, gehe ich zurück in meine Klasse. Was ist los, Herr Müller? Fragt Marcel Grinsen. Hast du Ärger von Friedrich bekommen oder was? Die Klasse lacht leise und vorsichtig. Wie kommst du darauf? Frau Düsterbach hat uns gesagt, wirft Ali grinsend ein, dass du bist ein Autist. Jetzt traut die Klasse sich wie üblich lauthals die Kommentare durch den hallenden Raum zu schlettern. Glaubst du wirklich nicht bei Gott, Herr Müller, natürlich so? Bist du verrückt? Was? Echt im Fernsehen? Allah, er weint, wenn du nicht an ihn glaubst, ja? Er hasst dich, Digga, er wird psychosauer. Ruhe! Ruf ich. Ich darf nicht mit euch sprechen über diese Fragen. Wenn ihr Fragen zu Jesus oder Mohammed habt, geht damit zu Frau Düsterbach, die ist hier die Fakten aufstellen. Das hier ist der Matheunterricht und deswegen reden wir über logisches Denken. So, und jetzt fangen wir an auf Seite. Aber Religion ist doch auch voll logisch, wirft Marcel nun wieder ein und grinst in die Klasse. Oder etwa nicht, Herr Müller. Erwartungsvoll schauen mich nun 28 Augenpaare an. Also, das sind wirklich nicht Marcel. Frau Düsterbach hat gesagt, ruft Michelle rein, du darfst nicht sagen, dass es keinen Gott gibt. Schmatzend verschränkt sie die Arme, weil du kannst es nicht beweisen, ja?
Genau, Töpfe aus der Klasse. Keiner kann beweisen, dass es keinen Gott gibt. Deswegen gibt's ihm. Meine Oma hat immer gesagt, Gips gibt es bei Frau Gips in der Gipsstraße. Wenn es da kein Gips gibt, gibt es nirgends Gips. Okay, Kinder, ihr habt gewonnen. Ich pfeffere das Mathe mit dem Pult. Ignoriere die offensichtliche Freude der Kids, mich doch vom Matheunterricht abgehalten zu haben. Ich erkläre euch jetzt kurz, ganz kurz, warum ich persönlich nicht überzeugt bin von Religion. Und danach machen wir sofort mit dem Unterricht weiter, ja? Aber bevor ich euch das erkläre, habe ich noch schlechte Nachrichten. Ich schaue mich kurz um und greife mir einen leeren Schuhkarton. Zuerst mal muss ich leider Geld von euch einsammeln. Und zwar ein Zehntel eures Taschengeldes. Bei 10 Euro im Monat sind das, Ali, Übersteuer! Mann, ein Euro, du Spaß! Ruft ein Mädchen aus der letzten Reihe, woraufhin Ali sich schnell umdreht. Fresse du vor Ali! Ein Euro! Der Junge runzelt seine Stirn, schnalzt mit der Zunge und greift in seine Hosentasche. Hält dann aber inne. Zisch, warum soll ich eigentlich gehen, ja? Die Klasse lacht, doch ich lege einen schweren Blick auf. Weil er das so will. Wer? Ali lächelt vorsichtig. Ich denke, du glaubst nicht bei Gott. Ich rede nicht von Gott, sage ich zornig, sondern von Alofi, dem mächtigen Drachen in meinem Keller. Jetzt lachen mich aus, doch ich knalle den Schuhkarton auf das Lehrerpult und baue mich mit ausgebreiteten Armen vor der Tafel auf. Schweigt! Rufe ich. Alofi duldet keinen Spott. Rede mal nicht, ruft jetzt Jamil rein. Du hast ja doch nur ausgedenkt. Alofi ausgedacht. Mein Freund, warum sollte ich das tun? Langsam gehe ich auf ihn zu. Du kränkst nicht, Jamil, denn Alofi verbietet das Lügen. Es gibt aber gar keine Drachen, wirft Geoffrey ein. Nur ein Film. F-U-L-M. Kannst du das beweisen? Lächle ich den verwirrten Jungen an. Also, Alofi will aber nicht nur euer Geld. Er verbietet euch auch Süßigkeiten zu essen. Protest wird laut, ich halte dagegen. Aber nach eurem Leben, Kinder, nach eurem Leben hier auf Erden, gibt es dafür so viele Süßigkeiten, wie ihr wollt, für immer und ewig. Ehrenwort. Ist mir egal, ich esse eben heimlich, ruft Mutschan rein und holt eine Tüte Helal-Gummibärchen aus ihrer Tasche. Sieht er trotzdem, langsam laufe ich zu ihrem Tisch, denn Alofi sieht alles. Woher weißt du, wenn sie wissen, ist so, entgegen ich. Er hat mir gesagt. Er soll mir selber sagen, wächst dagegen. Er kann nur mir sagen, sage ich, weil ich bin der Auserwählte. Guck mal, wie er labert, ja. Sie legt den Kopf zur Seite, verschränkt die Arme. Zeig mal erstmal deinen komischen Drachen. Ist unsichtbar. Verschränke die Arme, legen meinen Kopf zur Seite. Aber dann, man kann ihn anfassen, fällt ihrer Nachbarin Eigel ein. Geht auch nicht, jetzt bin ich auch unspürbar. Die Klasse lacht, einige Kids zeigen mir einen Vogel, doch ich greife wieder nach der Box und sammle gnadenlos die Zuckergetränke und Schokoriegel von den Tischen ein. Ey, ich hab Geisterblitz, ruft Kalle nun rein und springt hektisch auf. Wir können doch bei deinen Keller gehen, doch wir können Mehl bei Boden schieben wollen, aber und wenn ihr landet, wir sehen seinen Fuß stampfen. Tut mir leid, sage ich und schnappe mir seinen Eistee. Der Drache landet nie. Schwimmer! Fliegt immer im Kreis. Also, keine Süßigkeiten, sorry Kinder. Aber das war nicht meine Idee, sondern Alofis. Was mit seinen heißen Atmen? Ruft Jasmin rein. Können wir ihn merken? Das ist ein Drachen mit kaltem Atem. Kein Feuerdrache. Die Kids werden ungeduldig. Lachen zwar, sind aber sichtlich genervt, mich nicht festnageln zu können. Nur einer schaut unbeteiligt aus dem Fenster, so tippe ich ihn an der Schulter an. Jack, wie findest du denn Alofi? Hä? Oh, Alofi, allmächtiger und allgütiger Drache, sage ich vor der Klasse. Hab Gnade mit den unwissenden Kindern und nimm sie in dein Herz auf, wie doch du mich einst aufnahmst, und schütze sie für immer. Dram. Als ich die Augen wieder öffne, schaue ich in entgeisterte Gesichter. Wieder verkneifen sich das Lachen nur. Michelle wird ziemlich sauer. Bist du jetzt fertig? Du hast dir doch diesen Kack-Alofi nur ausgedacht. Es gibt ihn doch gar nicht. Na und? Ich schaue sie schmatzend an. Aber du kannst nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Willst du mich verarschen oder was? Michelle wird sauer. Also beende ich den Quatsch. Natürlich will ich das, Michelle. Ich will euch alle verarschen, sage ich laut.
Langsam laufe ich durch die Klasse, teile die Drinks wieder aus. Und genauso wie ihr euch eben gefühlt habt, fühle ich mich, wenn andere von Göttern reden. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass es die nicht gibt. Aber das muss ich auch nicht. Genauso wenig, wie ihr mir beweisen müsst, dass es Aloffi gibt. Als Mathelehrer bringe ich euch jetzt einen einzigen, furchtbar einfachen Satz bei. Und wann immer euch jemand etwas erzählen will, könnt ihr euch daran erinnern. Dieser Satz lautet, wenn jemand etwas behauptet, dann muss er es auch beweisen. Und wenn er es nicht beweisen kann, dann glaube ich es auch nicht. So einfach ist es. Dankeschön. Ja, wir sind kurz vor Weihnachten, ich habe schlechte Nachrichten. Er hat es schon gelesen und es fällt dieses Jahr aus. Das ist jemand per Facebook geschickt, ein Fan von mir, ein Liker. Und er hat mir erlaubt, es zu veröffentlichen, deswegen zeige ich das mal gerne. Und wer sich jetzt denkt, Moment mal, ist das nicht Bruder Spaghettus, der Papst der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters? Dann kann ich nur sagen, nein. Das ist Bruder Spaghetti, der Papst der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und Bruder Spaghetti möchte auch seine Nudelmesse feiern können. Hallo, können Sie beweisen, dass das fliegende Spaghetti-Monster nicht? Ich möchte drüber lachen. Das ist eine ernstzunehmende religiöse Angelegenheit, ja? Und ich fordere ein bisschen Respekt ein. Bruder Spaghetti befindet sich im Glaubenskampf. Und sein Gott. Er verlangt von ihm, dass er eine religiöse Kopfbedeckung trägt. Kann er ja nichts für, er hat es schon ein bisschen geändert. Damit er nicht ganz so wahrgenommen, damit er noch mehr wie Pierre Vogel aussieht. Wer kennt Pierre Vogel nicht? Ah, fast reden. Konvertit. So, Bruder Spaghetti hat es so geschafft, mit seinem Kopftuch im Führerschein zu landen. Klar, denn es ist ja immerhin sein gutes Recht. Und Nico Alm aus Österreich hat es geschafft mit dem Nudelsieb auf dem Kopf. Hallo! Ja, letztes Thema, schwieriges Thema, die grausame Islamophobie. Ich finde, dass wir in dieser gesamten rechtspopulistischen Debatte einen großen Fehler begehen. Wir verwechseln Begriffe miteinander, wir vermengen Begriffe miteinander. Und um dem so ein bisschen zu begegnen, habe ich diese drei Begriffe mal auseinandergeklamüsert, sagt man bei uns. Also, Islamophobie ist ein von Islamisten etablierter Begriff, der Kritik am Islam im Keim ersticken soll. Das funktioniert auch ziemlich oft. Als die türkische Regierung um unseren aller Liebling Islamogan entschieden hat, dass Kinderehen wieder legal sind, dass also 9-jährige Mädchen mit 40, wie auch immer, Männern verheiratet werden dürfen, mit allen ehelichen Pflichten, die dazugehören, also quasi legalisierte Vergewaltigung, hat die schwedische Regierung gesagt, sag mal, also ich glaube nicht, dass sie gefragt haben, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, aber so ungefähr, da hat Erdogan gesagt, Islamophobie! Und schon war Ruhe im internationalen Karton. Islamophobie ist aber nicht das gleiche wie das, was in Deutschland die AfD betreibt, nämlich Antimuslimismus. Die betreiben keine Islamkritik. Islamkritik oder überhaupt seriöse Religionskritik sieht nämlich vor, dass man die Prinzipien, die man auf den Islam anwendet, auch auf andere Religionen und auch auf andere irrationale Ideologien anwendet. Das nennt sich dann Religionskritik oder Ideologiekritik. Das macht die AfD nicht. Die AfD hackt gezielt auf einer Religion rum und versucht über die Fake-Islamkritik ihren Ausländerhass zu verbreiten. Ist nicht das Gleiche. Und was wir betreiben, ist Islamkritik. Wenn man diese drei Begriffe auseinanderhält, dann finde ich, fällt es viel leichter, sachlich zu diskutieren. Denn natürlich muss man Islamkritik leisten. Jeder, der weiterhin in einer freien, offenen Gesellschaft leben will, muss sich dafür einsetzen, dass islamische Vorstellungen nicht in Gesetze einfließen. Denn, ja. Hochwasser verletzt. Sehr gut. Schauen wir mal auf. Bitte sterben, ja. Oder jetzt mein Ladegerät hier. Wir beide. Also,
Ich sage, wer den Islamismus stärken will, der muss die AfD wählen. Denn das ist ja der Plan von Islamisten, über Hasspredigten, über terroristische Anschläge dafür zu sorgen, dass die Menschen in den Ländern, in denen es passiert, in die Arme von Ideologen laufen, von Populisten laufen. Und genau das ist gut geschehen. Ja, und im Zusammenhang mit der Sterbehilfedebatte habe ich einen letzten Satz, und dann schließe ich den Vortrag dann auch, formuliert. So ist das eben in der Gottesrepublik Deutschland. Die Bevölkerung ist aufgeklärter als ihre Regierung. Eine Stunde, 48 Minuten. Wer Christ sein will, muss all das glauben. Das hier, ich habe Ihnen extra Checkboxen hintereinander gemacht, dass Sie ein Häkchen setzen. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Nur wenn Sie tatsächlich glauben, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, dass er Schöpfer ist, Sie müssen Kreationist sein, Sie müssen an die Jungfraugeburt glauben, Sie müssen an die Heilige, in Klammern katholische Kirchen glauben, an Vergebung der Sünden, Auferstehung von den Toten. Wenn Sie auch nur einen Punkt davon nicht glauben, sind Sie schon gar kein Christ. Und diese wunderschöne Folie habe ich aufgelegt, bis der Laptop ausgeht, für unsere abschließende Diskussion. Also, um Ihnen da gleich nochmal ein Stück weit entgegenzukommen. In der Tat ist mein Buch kein atheistischer Ratgeber geworden, kein Ratgeber für ein glückliches Leben. Ich weiß, dass Ratgeber gut laufen, ja, aber was ich viel lieber schreiben wollte, war eine fundamentale Kritik an den Glaubensüberzeugungen und vor allen Dingen an der Verquickung von Staat und Kirche. Und den Titel habe ich gewählt, weil er einfach gut ist, finde ich. Glücklich ohne Gott zu sein, ist natürlich eine Frage der Sozialisation. Ja? Der Gläubige braucht den Glauben, so wie der Alkoholiker den Alkohol braucht. Wenn man zum Glauben erzogen wurde, dann kann man sich natürlich nicht anders vorstellen, glücklich zu werden. Aber wenn man dazu nicht erzogen wurde, dann ist das auch nicht der Fall. Und an der Stelle kann ich nur sagen, für mich besteht Glück vor allen Dingen in Selbstbestimmung. Da habe ich ein großes Problem mit der Religion. Für mich besteht es in der Gemeinschaft, da ist weniger ein Problem. Und für mich besteht es vor allen Dingen in der Plausibilität meiner Weltanschauung. Das heißt, eine Weltanschauung zu vertreten, die im Konflikt mit allem steht, was wir über diese Welt wissen, das würde mich unglücklich. Bitte. Meine erste Frage wäre, Sie haben Ihr Buch eigentlich geschrieben um Missstände und Verstrickungen in der Finanz- und Politik, also in Bezug auf die Religion, aufzudecken. Und deshalb wäre also es mich wundern, was denn Ihre nächsten Schritte sind oder was Sie planen, um das bekannter zu machen. Kurze Anekdote, ich war am Montag dieser Woche bei einer Satire-Show in Berlin und da treten Comedians auf, die Witze machen und ich. Also ich war als Talkgast da und ich war nicht da, um eine Pointe nach der anderen zu jagen, sondern wirklich auch, um ein bisschen Substanz zu liefern. Und es war ein Politikwissenschaftler da und der sagte, und jetzt komme ich zu Ihrer Antwort auf Ihre Frage, der sagte hinter der Bühne zu den Comedians und auch zu mir, ich weiß gar nicht, warum ihr Jungen intelligenten Leute euch auf Bühnen rumtreibt und Späße macht. Es ist nicht die Zeit zum Späße machen, es ist Zeit, Politik zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt immer mehr Bock, einfach selber in die Politik zu gehen. Ich weiß, das kann eine Ochsentour werden, da muss man erstmal den Quereinstieg schaffen, aber ich habe total Bock drauf. Ich will das machen und ich habe 12 Punkte zur Trennung von Staat und Kirche formuliert. Aber genau das, also, finde ich sehr speziell, weil was Sie machen in Ihrem Vortrag, also in der fast 2 Stunden, und was Sie eigentlich hauptsächlich in Ihrem Vortrag machen, sind nicht extrem gute Argumente dafür liefern, also nicht sehr sachlich, etwa 15 Minuten haben Sie Fragen gestellt, da haben Sie eigentlich Fakten gebracht, aber im Rest von Ihrem Vortrag haben Sie eigentlich vor allem mit Emotionen und einem großen Maß Selbstdarstellung Religion ins Lächerliche gezogen. Also, und ich weiß nicht, ob es Ihnen vor allem um die Selbstdarstellung, also es erscheint mir so, geht.
oder ob ihnen wirklich das Thema am Herzen liegt, weil für mich scheint es, dass das Thema einfach ein Mittel zum Zweck ein wenig ist. Okay. Das höre ich in der Tat zum ersten Mal. Also, dass ich in der Rampensau bin und ein Selbstdarsteller ist, lässt sich schlecht leugnen. In der Tat müssen Sie, wenn Sie sachliche Vorträge über Something hören wollen, zu jemand anderem gehen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben uns in der Stiftung zum Beispiel auch so aufgeteilt, dass wir sagen, wenn Michael Schmidt-Salomon ist derjenige, der die philosophischen Fachvorträge hält, und der Phil ist der RTL2-Humanist. Also so wurde ich mal geschimpft. Ich finde das allerdings auch nicht so schlimm. Ich glaube, es ist wichtig, auch mit Emotionen zu arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, auch mit Humor zu arbeiten. Das mag jeder anders sehen. Sollte es jetzt so sein, dass Sie hier einen total sachlichen und vielleicht viel kürzeren und weniger emotionalen Vortrag erwartet haben, dann mag es enttäuschend sein. Aber ich denke, so erreichen wir die Leute nicht. Es ist ja vollkommen klar. Die sachliche Lage ist vollkommen klar. Es hat dem Atheismus noch nie an guten Ideen gefehlt, aber an einem guten Marketing. Und ich bemühe mich, die Sache unterhaltsam darzustellen, denn ich bin der Meinung, und da unterstützen mich auch Neuropädagogen, nur wer sich amüsiert, lernt, ja, ohne Botenstoffe, die beim Lachen oder während einer guten Stimmung freigesetzt werden, finden keine Lernprozesse statt. Und wenn ich jetzt hier hingehen würde und sage, so, das sind hier 98,2%, dann kennen Sie diese Folien, die normalerweise an die Wand geworfen werden. Und dann steht hier ein Dozent und der liest Ihnen eigentlich nur vor, was auf der Folie steht. Ja? Und das hätten Sie sich auch in einem Essay durchlesen können. Dafür bin ich da. Ja, okay. Aber ich finde, Sie versuchen mehr von sich selbst zu überzeugen als von der Thematik, wenn Sie nicht mehr Inhalt sozusagen liefern. Weil, also, Sie machen einen sympathischen Eindruck und alles, aber nur wegen dem würde ich jetzt nicht irgendwie dieses Thema mehr also sachlicher und genauer analysieren und so. Und also auch der Fakt, dass Sie anfangs erwähnen, dass Ihr Video 6 Millionen Klicks hat, aber dann sagen, für eine Initiative sind Sie nicht bekannt genug. Das ist wie ein Widerspruch. Okay. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, dass Sie gesagt haben, dass Sie gerne an der Front wären, auch mit religiösen Menschen. Und deswegen würde ich Sie gerne in eine studentische christliche Gruppe einladen. Ah. Und wenn Sie aber nicht bezahlt. Yes. Yes. Also das heißt, Ihre gesamten Einschätzungen bezüglich meiner Darstellung waren vollkommen unbefangen. Und überhaupt nicht geleitet, dass wir das nicht machen. Aber Ihre Darstellung von dem Thema war auch definitiv nicht unbefangen. Ja gut, dann sage ich mal ganz selbstbewusst, unterhalten Sie sich mit Herrn Beckerin gerne über die Konditionen einer solchen Einladung. Und dann fliege ich von Berlin in die Schweiz und komme mit Ihrer Initiative und unterhalte mich mit Ihnen darüber. Das ist mein Beruf und das mache ich gerne. Gut. Sind noch andere Fragen von anderen Leuten? Bitte nach vorne. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, wie dieses Feedback motiviert war. Es war schon nach der zweiten Frage klar. Achso, und was meinen Sie? Das war schon nach der zweiten Frage mir klar. Achso, also Sie haben das schneller gemacht. Ja, ja. Okay. Ich habe hier gedacht, oh Mann, jetzt kommt meine junge Frau. Es ist ja auch schön, dass wir ein bisschen heterogen sind hier. Ja, ja, ja gut, genau, aber es war ja auch keine inhaltliche Kritik. So? Ja? Es ging ja um überhaupt keinen einzigen Punkt, über den ich hier geredet habe. Es ging nur um meine Form der Darstellung. Ja, okay, also wenn wir die Zeit und die anderen die Lust dafür haben, dann. Wahrscheinlich hier nicht, aber ja, nächste Frage. Nächste Frage. Ja, wir sind hier schon jemand im Mikrofon. Ja, I'm ready. Okay. Also zum Beispiel Frankreich hat ja Trennung von Kirche und Staat. Laut Frankreich hat ja die Trennung Kirche und Staat, und zwar der Laizismus. Aber irgendwie scheint mir Frankreich nicht so glücklich damit zu sein. Was ist Ihre Meinung? Also dafür müsste ich zwei Dinge analysieren, nämlich wie genau gestaltet sich der Laizismus in Frankreich? Das haben Sie erheben keine Kirchensteuer zum Beispiel. Ja, das ist richtig, aber Sie verknüpfen jetzt zwei Dinge, die kausal nicht unbedingt zusammengehören müssen.
Also das jetzt zu behaupten, müsste man hinterfragen, ob die Franzosen deswegen, erstens, sind die Franzosen unglücklich? Fragezeichen? Nein, ich glaube, das ist ein bisschen unterschwellig gemeint. Sie meinen, dass es dort mit der Religion auch nicht besser läuft? Obwohl sie haben viele Attentate und so weiter, was jetzt aufgeht und so weiter. Ist in Deutschland verhältnismäßig wenig passiert, in der Schweiz nichts. Und man müsste ja meinen, dass so ein liberaler Staat, das ist absolut der Endkirchenstaat, die müssten ja friedlicher sein. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, das hängt aber sicherlich nicht an der Trennung von Staat und Kirche. Also sondern das hängt ja vor allen Dingen damit zusammen, dass Frankreich unheimlich viele Kolonien in Ländern hat, in denen Menschen islamischen Glauben leben und die deswegen dort sind und deswegen Frankreich verstärkt unter Attacken leidet, weil es eben eine größere Überschneidung von Menschen aus islamistischen Ländern gibt und im französischen Land. Also die islamistische Szene in Deutschland ist einfach längst nicht so stark, wie sie zum Beispiel in Frankreich ist, was einfach mit der Einwandererzahl zusammenhängt. Das heißt also, Trennung von Kirche und Staat schützt uns nicht vor Terror an. Genau. Ja, nee, aber das habe ich auch nicht behauptet. Also die Kausalität, die ist ja vollkommen fern. Ja, natürlich, was man mir vorwerfen könnte, wäre, Möllerchen, und übers Christentum meckern, das kannst du, ne? Aber dich mal mit dem Islam auseinandersetzen, kannst du nicht. Ich sage dazu, in Deutschland gibt es 5% Muslime, entsprechend betreibe ich hier 95% Christentumspolitik, Kritik. Erst kenne ich mit dem Islam auch nicht so aus oder den verschiedenen Strömungen im Islam. Ich habe auch wenig Bock auf eine Fatwa, das kommt dazu. Aber ich finde, wir müssen auch erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was wir zum Beispiel mit der DITIB machen. Die DITIB ist in Deutschland die Organisation, die von der Bundesregierung damit beauftragt wird, den islamischen Religionsunterricht zu gestalten. Die DITIB wird aber, zumindest in Teilen, direkt gesteuert von Erdogan, spitzelt andere Muslime aus und schickt Hassprediger nach Deutschland. Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen. Ohne Frage. Also einfach, dass es weiß, ich bin für die absolute Trennung von Kirche und Staat. Das ist absolute Voraussetzung. Aber wir verhindern damit keine islamistischen Terror. Aber das wäre nicht der Punkt, weil ich finde auch, die Kirchen sollten ihre Länder eigenständig eingreifen, nicht über das Gebiet zu starten. Also es gibt einen sehr knackigen Satz, den ich vielleicht noch dazu sage. Wenn wir uns fragen, wie wir mit der Verbindung von islamischen Glaubensgemeinschaften und der Regierung umgehen sollten, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben dem Islam die gleichen Privilegien wie dem Christentum, oder wir geben dem Christentum die gleichen Privilegien wie dem Islam, gar keine. Und das wäre mein Vorschlag. Trennt die Religion von der Regierung. Und ansonsten werden wir erleben, dass muslimische Verbände genau die gleichen Privilegien fordern, wie es die Kirchen auch haben. Und das halte ich für mindestens genauso problematisch wie die christlichen Privilegien. Ich kann es nur unterscheiden, was du gerade gesagt hast. Ich kann es nur unterscheiden, was du gesagt hast, wegen dieser Indoktrination mit Religionsunterricht. Aber. Nee, aber. Wegen der Religionsunterricht, oder? Aber wenn man annimmt, man nimmt es aus der Schule raus und die Fundamentalisten, islamische oder evangelikale, gestalten auch den Unterricht, dann hat man ja auch ein Problem, wo man eigentlich die Kinder von der Staatlichen davon schützen müsste. Ja. Das ist ein bisschen ein Dilemma, sollte man es vielleicht doch staatlich belassen und irgendwie überprüfen. Ich sehe nicht, dass das ein Dilemma ist. Ja. Ich sehe nicht, dass das ein Dilemma ist, denn wir bilden uns ein, mit der Organisation des Religionsunterrichts durch den Staat und auch mit der Ausbildung der Religionslehrer übrigens durch den Staat in theologischen Fakultäten Kontrolle über diese Religion zu haben, haben wir aber de facto gar nicht. Es gibt ja trotzdem islamistische Hassprediger, es gibt auch trotzdem ganz hässliche Dinge, die in Kirchen ablaufen. Okay? Deswegen würde ich sagen, wenn wir den Religionsunterricht und die christlichen Fakultäten abschaffen, dann müssen wir wahrscheinlich nur 10% des Geldes, was wir dadurch einsparen, investieren in die direkte Kontrolle dessen, was dort passiert. Und wir hätten eine bessere Kontrolle und 90% Kohle übrig. Wir wären echte Bildung stecken können. Zum Vorschlag, oder? Nur mal so ins Blaue gesprochen. So, ganz hinten ist eine Frage. Das Mikrofon muss lange um. Ja, manchmal an dieser Stelle würde ich noch ganz abfällig. Schon bla 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 bla. Nee, aber echt, also danke für die Kritik. Wie gesagt, ich höre das oft, ja, Selbstdarsteller, Rampensau und so weiter, muss man ein Stück weit sein, sonst
steht man hier vorne falsch. Aber ich bleibe dabei, es gab von Ihnen, von dir, keinen einzigen inhaltlichen Kritik. Also wir können gerne mal eine kontroverse Diskussion dann vielleicht organisieren. Komm einfach auf uns zu. Ja, die Freidenker, die sind hier, die wissen das genauso wie ich. Wirklich. Mit denen kann man wunderbar diskutieren, da muss man auch keine Wände einfliegen. Und noch CO2 kaputt machen mit dem Ausstoßen. Das wäre effizienter, direkt mit den Freidenkern zu debattieren. Wieso wollen Sie nicht mit mir persönlich? Ich kann das schon machen. Ich meine, das ist ein Riesenaufwand. Aber ja, also nach dem Vortrag wird es sicher noch ein paar Minuten zur Verfügung stehen. Ja, genau. Und was anderes können wir dann sprechen. Am besten überlegst du dir schon mal das Thema, was dich am meisten nervt, und kommst damit auf mich zum Tisch. Ja, jetzt haben Sie ja was ein bisschen eine Perspektive entwickelt, was besser wäre, wenn man Kirchen stattfinden würde. Mich würde wirklich Ihre Vision interessieren. Also das, was Sie gesagt haben, was man jetzt mit dem Geld machen könnte. Welche gesellschaftlichen Probleme könnten wir konkreter angehen oder ließen sich lösen, wenn wir Kirche und Staat trennen? Also was bringt es gesellschaftlich? Okay. Erster Schritt, der sofort erledigt wäre, wäre den sogenannten dritten Weg, arbeitsrechtlichen dritten Weg von Caritas und Diakonie abzuschaffen. Und man würde dafür sorgen, dass auf einen Schlag 1,3 Millionen Menschen plötzlich geschützt wären durch deutsches Arbeitsrecht. Das ist ein einziger Schritt. Da müssen wir noch gar nicht über Kirchensteuer reden, über 98% Beteiligung und so weiter. Wir müssen einfach nur sagen, wir streichen diese beiden Passi. Dieses Gesetz gilt für die Kirchen nicht. Aus dem Betriebsverfassungsgesetz und aus dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Und schwuppdiwupps können die keine Schwulen mehr feuern, keine Lesben mehr feuern, keine Wiederverheirateten mehr feuern. Sie müssen genauso Atheisten wie Muslime und Juden bei den Bewerbungsverfahren berücksichtigen. Das wäre schon mal ein erster Riesenschritt. Caritas und Diakonie sind nach dem Staat die zweitgrößten Arbeitgeber europaweit. Es gibt Bereiche in Deutschland, da machst du eine Ausbildung zur Krankenschwester und bewirbst dich um Jobs und kriegst keinen. Und dann sagt die Tante, Entschuldigung, die Frau im Arbeitsamt sagt, ja, treten Sie mal in die Kirche ein. Damit erhöhen Sie Ihre Jobchancen sofort. Das wäre ein erster Schritt. Das zweite ist, die Gelder, die frei werden. Okay, da könnte man jetzt auch sagen, man muss ja auch nicht unbedingt Milliarden in Banken pumpen oder in den Dieselskandal. Religion ist nicht das einzige Problem, das wir haben. Das räume ich ganz klar ein. Daher ja mein großer Wunsch, politisch tatsächlich auch noch andere Dinge zu bewegen. Aber ich habe an Schulen gearbeitet. In den Schulen sitzen Schüler auf Stühlen, die ihnen unter dem Hintern wegfaulen. Wir haben einen Sanierungsstau, nicht nur in Berlin, sondern in so ziemlich allen deutschen Städten. In der Schweiz, weiß ich nicht, mag das anders sein, der Tresor Europas, der Tresor der Welt, hat ja für die Schweiz. Oder ist das, war das vergangene Zeit? Wie die Swiss erwartet, fliegende Kassenschrank, das ist auch okay, gut. Also wie auch immer die finanziellen Verhältnisse sein mögen. Die Kohle, die wir den Religionsgemeinschaften vor die Füße werfen, wenn wir nur ein Viertel in die Schulen investieren würden, dann könnten wir wirklich zu einer Bildungsnation werden. Ich glaube, es gibt zahlreiche andere Bereiche, die vor allen Dingen im sozialen Bereich stattfinden, im Bildungsbereich auch, die wir mit diesem Geld besser organisieren könnten. Eine weitere Vision, ich halte es, das ist vielleicht deutlich geworden, für vollkommen falsch, Kinder von Anfang an im christlichen Glauben zu erziehen. Ich finde, Kirche müsste so organisiert sein. Es gibt keinen Religionsunterricht. Wenn man Kinder religiös erziehen will, dann muss man das in der Kirche machen. Die Kirchen werden dabei gewissermaßen auch kontrolliert, ob das verfassungskonform ist. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Wenn Sie ein Mitglied gewinnen möchten, dann müssen Sie mit einem erwachsenen Menschen, mit einem geschäftsfähigen Menschen, einen Vertrag unterzeichnen. Und in diesem Vertrag muss klar stehen, transparent, wofür Sie die Gelder verwenden. Und erst wenn derjenige unterschreibt, dann ist er ein Kirchenmitglied und dann darf er Mitgliedsbeiträge zahlen, die nicht vom Finanzamt eingezogen werden, sondern von den Kirchen selbst. Im Moment ist es so, die Eltern sagen, naja, das kann ja nichts schaden, wir lassen den Jungen mal taufen. Damit wird er sofort am Einwohnermeldeamt als Katholik gemeldet. Ja? Ich war letztens bei der Taufe meiner Halbschwester, da sagt der Pfarrer, wir freuen uns,
dass die Kleine freiwillig hier erschienen ist. So. Und wenn derjenige dann nämlich aus der Kirche austritt und er zieht in einen anderen Bezirk und wechselt das Finanzamt, dann muss er dem Finanzamt gegenüber beweisen, dass er mal aus der Kirche ausgetreten ist. Mit einem Schreiben. Und wenn er dieses Schreiben nicht vorlegen kann, was mir in meiner endlosen Ordnung zu Hause nie passieren würde, dann kann es sein, dass das Finanzamt sagt, na dann, her mit der Kirchensteuer. Denn Sie können ja nicht beweisen, dass Sie ausgetreten sind. Bei uns sind Sie als Katholik gelistet. Also, dass das Verfahren andersrum ist, finde ich eine Katastrophe. Und das ist vielleicht ein kleiner Blick dahin. Religion muss bestehen. Jeder Mensch muss sich frei zur Religion entscheiden können. Er muss diese Religion auch ausleben dürfen. Religionsfreiheit gilt, Achtung, so wie jedes Freiheitsrecht immer nur für einen selbst. Ich kann also nicht sagen, mein Glaube schreibt es mir vor, meinem Sohn den empfindsamsten Teil seines Penis zu amputieren und es ist meine Religionsfreiheit, das jetzt auch zu tun. Religionsfreiheit gilt immer nur für einen selbst. Aber darf ich nicht in der Form staatlich alimentiert und in die Gesetze verankert sein. Ja, die Dame ist ja, ich mache das mal so lange, ich wiederhole mal Ihren ersten Satz, solange das Mikrofon nach unten wandert. Helfen Sie einmal mit, genau. Die Dame vorne in der dritten Reihe sagt, ich bin für die Abschaffung aller Religionen. Das ist ja auch. Sicher. Hauen Sie mal auf, ich glaube, es kommt noch nichts. Ja, und nah an. Sie sind ja ein abgeklärter Mensch und das fragt mich, dass Sie sich nicht für das einzusetzen, dass Sie alle Religionen abschaffen möchten, weil das ist es ja, die Spaltung hervorbringt und all diese Konflikte. Warum können Sie nicht dafür einstehen, für die Abschaffung aller Religionen plädieren? Ja. Sie haben jetzt gesagt, ich finde es ist wichtig, dass Religionen bestehen müssen. Nein, dürfen. Ich finde eben, wie Sie jetzt vorgelesen haben, das ist ja ein richtiger Affenzirkus, was da in den Kirchen abgeht. Also ich bin in beiden Kulturen aufgewachsen, in einer islamischen und in der christlichen Gesellschaft. Und ich war auch an einer Taufe letztes Jahr. Ja. Wenn man nicht konditioniert ist mit diesen Gedanken und diesen Traditionen, Gebräuchen und Überzeugungen und man als neutraler Beobachter in einer solchen Kirche, einer Kommunion hinschaut, dann ist das wirklich ein Affenzirkus mit schizophrenen Wahnvorstellungen. Wenn man zu Gott spricht, heißt das beten, wenn er antwortet, schizophren. Weil das ist ein Irrtum, weil man denkt, jeder kann machen, was er will, in seiner Religion, jede Religion hat eine historische Geschichte dahinter, ist im Jahr 2017 nicht vereinbart. Ja. Auch wenn man das zu Privatsachen macht, nicht, auch wenn man die Religion vom Staat trennt, die Religion bleibt trotzdem bestehen in der Gesellschaft, ja. In den Schulen, in den Nachbarn, auf der Straße, ob jetzt Menschen werden. Meine Tochter eine Minirock anzieht, das andere Kind muss sich ganz ankleiden. Es besteht immer die Spaltung, die Konflikte. Ja. Es gibt keine Einheit der Menschen. Also die Religion schafft keine Einheit der Menschen. Ich finde, es wäre stark, wenn jeder abgeklärte Mensch Sie dafür einstellen könnte, Abschaffung aller Religionen. Ja. Ja. Auch in einem christlichen Land, wenn es Moslems, die berufen sich auf die Religionsfähigkeit der Christen. Aber wenn man auf die Straße geht und den Christen dann misst, das Mikrofon rein und sagt, was ist Pfingsten, viele wissen nicht, auch gut, man muss es nicht mehr wissen, was vor 2000 Jahren war, aber die Moslems, die werden pädagogisch angezogen, mit Angstpädagogik, mit Geschichte, mit Strafe, die kennen die Religion. Ja, also die Menschen hinter Ihnen verstehen Sie kaum noch, weil das Mikro leider aus ist. Ich versuche nochmal das zusammenzufassen. Also im Namen der Religionsfreiheit, sagt die Dame hier vorne, dürfte eben diese Spaltung der Welt nicht länger stattfinden. Wir haben gerade das 10-jährige Bestehen des Zentralrats der Ex-Muslime gefeiert. Und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung
habe ich eine Dokumentation gesehen über Ex-Muslims in Great Britain, die dort Menschen aus islamischen Ländern versammeln, die eben als Apostat gelten, als Kafir, also als ungläubiger Hund, der vom Glauben abgefallen ist. 12 Ländern weltweit, islamischen Ländern, wie die Todesstrafe. Und in der Tat ist das Erste, was auch mir dabei einfällt, wenn ich mir das angucke, das ist eine, und jetzt bitte ich die Christen gut zuzuhören, das ist eine vererbte Geisteskrankheit. Denn schauen Sie sich wirklich genau an, was in diesen Ländern, und das war im Christentum nichts anderes, vor wenigen hundert Jahren, das ist heute nur deswegen nicht mehr so, weil die Aufklärung das Christentum zu einem zahnlosen Monster gemacht hat, ja? Das nur noch Lobbyarbeit betreibt und Weltanschauungsbetrug, aber eben keine Bombenangriffe mehr. Der Blick in die heutige islamische Welt, wo Töchter von ihren Eltern verstoßen werden, wenn sie sich wenn sie vom Glauben zum Wissen konvertieren, das ist von Generation zu Generation weitergegeben, das ist vererbt. Und das ist in meinen Augen tatsächlich etwas Krankes. Es abzuschaffen, ich befürchte, dass bei der Abschaffung ungefähr genauso viel Konfliktpotenzial auftritt wie beim Weitergehen. Deswegen müssen wir das vorsichtig gestalten, weil einige Leute darauf in die Luft gehen, im wahrsten Wortsinn, wenn man das fordert. Und die Religion abzuschaffen, käme gleich mit dem Verbieten von Religion. Und die Religion zu verbieten, ist Totalitarismus. Das geht nicht. Wir können jetzt sagen, okay, Böller, Vorsicht, du hast wohl nicht verstanden, wer die Intoleranz toleriert, begeht einen großen Fehler. Und ich bin nicht bereit, die Intoleranz zu tolerieren. Aber meine Forderung, diesen Vererbungskreislauf zu unterbrechen, ist mein Vorschlag dafür, ich formuliere das mal anders, nicht abzuschaffen, aber alles dafür zu tun, den Menschen klarzumachen, dass sie von Religionsführern über Jahrhunderte an der Nase herumgeführt wurden. Ich habe vor kurzem mit Freunden über Religion diskutiert. Wir haben eine Freundin im Freundeskreis, die kommt aus einer freikirchlichen evangelikalen Familie, die hat 5 junge Geschwister. Das sind 6 Kinder, die innerhalb von 9 Jahren geboren wurden. Von einer 21- bis 30-jährigen Frau, habe ich gedacht, na holla. Sagt sie, ja, wir sind Christen, ach so, mehret euch. Ne? Also, das ist ja eine richtige Vorgabe. Der kriegt sonst 6 Kinder, entschuldige mal. Ich habe 2. So, und dann sagt sie, nein, sie ist davon, das ist alles, da ist sie total überzeugt von. Und dann haben wir am gleichen Abend noch über Comics geredet, was wir früher so an Comicserien im Fernsehen gesehen haben. Und dann sagt sie irgendwann, wir haben immer Jesus-Comics geguckt. Dann sage ich, ach, du wunderst dich, dass du an Gott glaubst. Ja. Diesen Kreislauf zu unterbrechen, dass es automatisch heißt, wenn Eltern Katholiken sind, müssen die Kinder auch Katholiken werden. Dazu müssen wir beitragen. Wir müssen auch, und ich glaube, das ist viel wichtiger als das Forderung nach dem Abschaffen, die moderaten, liberalen Kräfte innerhalb einer Religion fordern. Also, sich mit Aleviten an einen Tisch zu setzen, ist sinnvoller als zu sagen, wir müssen Religion grundsätzlich abschaffen. Dass die Religion einen unfairen Zugriff auf Menschenhirne hat, da stimme ich zu. Dass die Religion spaltet, habe ich bereits in meinem extrem selbstdarstellerischen Disput mitgegeben. Ja. Aber die Forderung nach der Abschaffung, wissen Sie, was passiert? Ja, aber wie wollen Sie das denen verdienen? Wenn die erstmal religiös sind, die sie hier, gehen Sie mal zu den beiden und sagen denen, tut mir leid, du darfst jetzt kein Christ mehr sein. Nein, das soll keine legalisierte Religion. Ja, privat, gut, privat sei ehrlich. Ich meine, man kann aber auch nichts dagegen sagen, dass die sich zusammenfinden und zusammen an Gott beten. Dagegen kann man auch nichts sagen. Man kann auch nichts dagegen sagen, dass sie sich dafür ein großes Haus bauen, wenn sie die Kohle dafür haben. Man kann was dagegen sagen, dass sie es auf Staatskosten tun. Das tue ich auch. Aber man kann niemandem verbieten, und das will ich nicht, religiös zu sein. Kleine Zwischenfrage.
weil sie mit legalisierender Religion eben eine staatlich anerkannte Religion. Ja. Weil da sind wir beim Laizismus. Ja. Richtig. Das wäre Laizismus zu sagen, Religion ist privat, ist ein spirituelles Hobby. Go crazy, ja? Pflegt euer spirituelles Hobby. Jeder hat seine Hobbys. Ich treffe auch nicht nur rationale Entscheidungen in meinem Leben. Ich höre schwedischen Death Metal zum Einschlafen. Funktioniert? Ja, das Mikro hat, ich glaube, die Batterie hat alle. Genau das wollte ich auch erwähnen, wenn ich an ein Heavy Metal Konzert gehe, könnte das auch als religiöse Messe ausgelegt werden. Aber das hat man. Die eigentliche Frage, die ich noch hatte, ist, weltanschaulich sind wir uns größtenteils wahrscheinlich einig hier drin, aber was sind die politischen Konsequenzen auf die Parteipolitik heruntergebrochen? Wenn du in die Politik gehen möchtest, gerade in Deutschland, Luxemburg, das könnte als Parteiloser ja schwierig werden. Wo würdest du dich da am meisten gemeinwohnen? Also hier vorne wird gesagt, Sonneborn, die Partei ist gut für Satire, aber nicht für Politik. Ich würde nach dem Ausschlussverfahren gehen. Da fällt die AfD genauso raus wie die CSU, tut mir leid, dass ich die in einem Atem zukenne. Aber das sind ja Leute, die vorher in der CSU und teilweise auch in der CDU gesessen haben. Das sind ja Meinungen, wenn der zweite Maßkrug geflossen ist, dann hörst du das an vielen Tischen. Ja. Vollkommen selbstverständlich. Was isst denn du da am Döner, Verräter-Dreieck? So heißen die Sprüche, hast schon gehört. CDU, CSU, AfD kommen nicht in Frage. Ich habe mal mit dem Liberalismus geliebäugelt. Und ich halte den Liberalismus für extrem sinnvoll und genau deswegen würde ich auch nicht in die FDP gehen. Hier in der Schweiz jetzt nicht mit Flaschen werfen, ich bin Mitglied der FDP. Ja, das, ihr habt vielleicht auch keinen Christian Lindner. Also, es gibt so ein Video von mir. Der Christian Lindner ist ein pfiffiger Typ, ich habe schon lange mit ihm geredet. Es ist ein schlauer Mann, der gute Ziele hat, aber es hat auch leider einen harter Juppi, der TSD-Politik vertritt. Und ich habe dann den Wahlomat gemacht und gesehen, dass wir 98% eine andere Meinung haben als die FDP. Die Grünen kämen für mich in Frage, weil ich meine, wenn wir hier über Religion reden, ja, wenn in 20 Jahren das Klima so weit zusammengebrochen ist, dass es ganze Landstriche auf der Welt unbewohnbar sind, und dann werden wir vielleicht darüber lachen, wie viele Flüchtlinge 2015, 2016, 2017 hier angekommen sind. Da haben wir überhaupt keine Ahnung von. Klimapolitik ist vielleicht noch viel, viel wichtiger als die läppische Religionskritik, die ich hier betreibe. Ja, das stimme ich natürlich zu. Aber ich will in die SPD gehen. War nichts. Ja, es ist für mich die Partei, die übrig bleibt, ja. Es ist nicht die beste Lösung, aber es ist die wenig schlechte Lösung. Und ich bin nicht katholisch erzogen worden. Es gab drei Dinge in meiner Kindheit, die sehr präsent waren. Es waren Volkswagen, der Tagesspiegel und die SPD. Ich weiß nicht, das ist total irrational. Aber ich habe auch ein paar Freunde in der SPD, es gibt Laizisten in der SPD. Und die SPD ist so am Scheißen. Es ist ja nicht zu fassen. 20,5% für eine Volkspartei. Die SPD ist nicht kurz, aber sie hat eine harte Krise. Und ich glaube, wenn man irgendwo Arbeit unterstützen will, dann lohnt es sich in der SPD am ehesten. Die Grüne wären bei mir auf zweiten Punkt. Einschätzung zu Thesen von Revolution und die Linken. Achso, die kannst du vergessen. Ja, Gregor Gysi ist ein pfiffiger Typ. Gregor Gysi hat ja ein bisschen langsam Schluss gemacht. Ich sehe jetzt, wir haben das richtige Handzeichen gegeben. Gregor Gysi hat richtige Haltungen, aber was er zum Thema Kirche im Staat sagt, da habe ich gedacht, hat er Opium gebraucht? Wie kommt er denn darauf? Und die Linke hat es nicht verstanden, warum Islam kritisch ist. Aber bevor alle gehen, wollen wir eine letzte Frage stellen? Es ist ja schade, wenn das so zerfasert. Das ist jetzt tatsächlich, ich habe sie unheimlich voll gequatscht. Sehr schlimm als in der Kirche wahrscheinlich. Wer hat noch eine wichtige Frage, die ich unbedingt gestellt haben will? Was ist wichtig? Wer findet seine Frage wichtig? Wer hat eine Frage, die mit einem Fragezeichen ist? Nur einer. Das da ist kein Problem. Okay. Ich habe eine Frage
Was war zuerst, der Gedanke oder der Geist? Oh. Der Geist. Sie sagen das? Es brauchte doch der Gedanke, musste doch den Geist erkennen. Dann sagen Sie, dass der Gedanke zuerst war? Natürlich. Ich sage der Geist. Ich sag's doch eigentlich so. Übrigens, es gab eine Gottheit, die sich beweisen lässt. Das Geld. Nein. Fußball. Die Sonne. Ja. Das war der erste Monotheismus, war die Sonne. Ja, Mithras, der Gott des Lichtes. Wer sich hier an die Christen. Behauptungen. Lest euch mal Mithras durch. Das ist komplett Jesus. Der hat 1400 Jahre vor Jesus gelebt. Es tut mir leid, euch das so sagen zu müssen, aber ihr glaubt an eine Raubkopie.